hallo, schönen guten Tag. Wir spielen weiter mit dem guten alten Batman. Wir waren mitten stehen geblieben nach der Polizeistation und müssen jetzt Vicky Vale retten. Okay, ist eigentlich direkt hier vorne. Hallo Goldschein, hallo Derman, hallo Martin, hallo Max, hallo Lars, hallo Siegessich, hallo Slasher, hallo Husky, hallo Anton, hallo No-Go, hallo Dr. C4 und hallo Scott. Na, wollen wir mal, ne? Ich gehe mal davon aus, dass wir es heute durchschaffen. Ja. Alles stinkt hier. Ich denke. Aber das wird sich ja noch zeigen, ne? Sind das jetzt hier überall Scharfschützen? Die Schlampe gehört mir. Freu dich nicht zu früh, Joker. Ja. Flippt aus, wenn du das versaust. Wovon redest du? Komm ich da noch so hoch? Ja, komm ich. Als ob ich es nicht schaffen würde, dieser nervigen Reporterin in den Schädel zu ballern. Na, wie geht's euch allen? Alle einen guten Tag gehabt? Bisher? Wie heißt der Remix? Das ist auch von Samuel Kim. Irgendwas mit... der hat nur mir ein paar Batman-Remixes. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht genau, wie er heißt. Aber such einfach mal Samuel Kim und Batman. Da werden irgendwie 3, 4 Lieder höchstens sein. Einer davon ist es. Das ist nicht der aus dem Neuesten. Die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Was sind das denn für Ausdrücke? Ich kann sie nicht sehen. Streng dich an. Joker will die Reporterin töten. Ja, okay, ich versuch's. Ich hab ein... Okay. Haben wir jetzt schon alle? Glaube. Das Spiel geht nicht mehr so lang, hab mich beim letzten Mal vertan. Ich hab's mir schon gedacht, du. Heißt, glaube ich, Batman Epic Theme. Danny Elfman vs. Hans Zimmer, das kann gut sein, ja. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nee, nein, will ich nicht. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit zu einer netten Reporterin, Bats. Hallo Justus. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine, sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Oha. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung. Nicht hallo, Julian. Wahr? Nun, Heilmittel vom Joker. Wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Joker Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Wie kommt Jokers Leute in einem Hochsicherheits... Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. Meine Song zu Batman... Der Song zu Batman Forever heißt... Meinst du jetzt den von Seal? Dieses Kiss from a Rose? Der läuft aber nur am Ende des, des Films, ne? LB halten, um zu scannen. Achso, ich muss das Symbol scannen, oder was? Ja. Hallo, Ozan. Wer ist der mysteriöse Fremde? Halte stets nach seinen geheimnisvollen Personen Ausschau. Ja, ja, okay. Ja, wo ist denn jetzt der Joker? Wo ist er? Oh, jetzt sind die überall Scharfschützen. Willst du das Finale feiern? Ich bin gespannt, du. Warte mal, fliege ich jetzt richtig rum? Ja, ne? Ja, ich fliege richtig rum, okay. Der Sage, ohne dass wir es sehen, kommt an uns keiner ran. Mit diesen Scharfschützen war Asrael, der das mit dem Schwert gemacht hat. Ah, da wollte doch beim letzten Mal... Warst du das auch, der beim letzten Mal gesagt hat, da ist er? Hatte mir auch jemand Bescheid gesagt, habe ich ihn verpasst. Es ist Batman. Mein Gott. Ich hätte gedacht, ich kann einfach so durch unterm Radar fliegen. Fallen lassen. Und weg. Jo, alles klar. Ich hatte von allem getroffen. Oh, überlebe ich das? Habe ich die Sicherheitsvorkehrungen im Stahlwerk erhöht. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Aber ich glaube, du wirst dort nicht... Okay. Wir müssen hier rein, ne? Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal bin ich durch den Kamin, glaube ich, hier rein. Aber ob das jetzt nochmal klappt, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass du es heute komplett schaffst. Okay, Justus. Glaub wieder nicht an mich.
Der Ofen erzeugt zu viel Hitze. Ich muss noch einen anderen Weg suchen. Okay, diesmal klappt's nicht. Oracle, such einen Weg, der in das Stahlwerk führt. Mal sehen. Ich vermute, du willst die gefährlichste Route, die möglich ist. Wie soll ein Erfolgskonzept verändern? Tja, du hast Glück. Es führt nur noch der Weg über die Wärmetauscher südlich vom Gebäude hinein. Ich markiere es auf deiner Karte. Wärmetauscher? Alles klar, Max. Dort. Bin ich jetzt richtig? Ja. So, ihr kommt wirklich? Wer? Batman? Sicher kommt der. Na, ich wette, Freeze hat ihn erwischt. Der steckt längst in einem Eiswürfel. Das glaube ich nicht. Hallo, Niklas. Ja, Freeze wird verdammt sauer sein, oder? Joker spiele in ungefähr 2 Stunden 30. Ja, aber so gut wie ich das spiele, geht Freeze das ja in einer Stunde weißt du 50. Ob die Leute für Joker in einen Lieferwagen geschickt? Keine Ahnung, wo sie gelandet ist. Hast du gesehen, wie sie aussieht? Ist sie heiß? Sie steckt in einem Eisblock. Wäre sie heiß, wenn man Hallo, sie Wächter. Auftauen würde? So wie ich das sehe, jetzt kommen Batman in Arkham Asylum und City auch auf der Switch am 31.08.2022. Okay, krass. Muss ich jetzt auf den Boden da unten hin oder ist es irgendwie Wärme? Wie hieß das? Wärme? Mit dir stimmt was nicht. Wärme schmelzenden Wärme. Ich sitze nur schon so lange hier ein, dass ich jede halbwegs attraktive Frau bespringen könnte. Auch wenn sie schon ein bisschen kalt wäre. Weißt du, was ich meine? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ja. Halt weiter die Augen nach Batman offen. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht, der eine da. Nee. Okay, ich hoffe, die bewegen sich, sonst habe ich da irgendwie Probleme oder ich muss sie irgendwie. Hörst du mich? Wenn ja, dann verrat meinen Jungs, wo du steckst! Mit den Batarangs ausschalten oder so. Geht das so? Der kam von hier drüben, ganz sicher. Nein, irgendwer hat's gesehen. Der da. Rauchbombe! Ey, ich will die Rauchbombe. Oh. Na gut, es geht ja auch so. Ach Mann, warum müssen die denn jetzt alle. Oh, der geht ja hier lang. Hier ist einer! Oh, ich muss hier hoch. Hui. Das habe ich jetzt irgendwie nicht kommen sehen, dass die jetzt hier so hinterher sind. Eine Stunde 50 ist zu viel, ja. 5 Stunden. Warum ist die Musik hier gerade so am Ausrasten, ey? Jetzt wäre es hier der krasseste Kampf, den ich je gehabt habe. Wir werden hier krepieren und wir können nichts dagegen tun. Mann, das ist so ein richtiger Justus-Handlanger. Der hat schon aufgegeben. Aber wenn die da alle rumtaumeln, kann ich doch einfach hier rein, oder nicht? Reich sicher, na schade. Das darf ich so nicht. Das ist nicht gut. Und schon schläft der Justus Handlanger. Bei dem könnte Batman ja auch mal eine Ausnahme machen, mit dem mich töten. Einmal weniger. Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor. Dass die Rauchbombe auch manuell werfen, das habe ich beim letzten Mal schon gesehen, dass ich die im Inventar, also hier irgendwo da, ne, ja, da hab. Aber ich dachte, er macht das immer, wenn ich Y drücke. Aber ist die Musik so laut? Ist das einfach der wahre Endkampf gegen den Justus-Handlanger? Anscheinend. Ich wollte doch nur, dass ihr diesen bescheuerten Batman aufhaltet. Ist das überhaupt richtig? Ich bin mir echt unsicher. Na dann, weißt du irgendwas über Protokoll 10? Schnell Freeschuss. Vorsicht, die Fledermaus! Na gut, hätte man jetzt vielleicht nicht direkt so machen sollen, aber ich weiß nicht, hat ja geklappt. Und der muss sich das alles angucken. Cool, hallo Danny. Nur wenn man schon entdeckt ist, macht er das so. Ah, okay, siehst du mal. Was geht hier? Tut mir leid, du Clown. Ich kann leider nicht ans Telefon gehen. Vermutlich mache ich irgendwas streng Geheimes für Mr. J, von dem du nichts erfahren darfst. Okay. Denk daran, dass du einen Job zu erledigen hast und dafür sorgen musst, dass es im Stahlwerk keine Fledermausplage gibt. So, hier können wir Explosivgel nutzen. Der Schleichmeister wieder am Werk. Ich hoffe doch. Ups, ich wollte nicht nochmal. Aber gut, die Decke, die muss auch gesprengt werden. Ja, die Statuen kann man alle zerstören. Auch mit Explosivgel oder was?
Oder so. Okay. Ich weiß nicht genau, was wir nehmen sollen. Vielleicht sollten wir doch nochmal Rüstung irgendwie was nehmen hier. Ich krieg sonst häufig mal auf die Backen, habe ich den Eindruck. Gerade im Nahkampf bin ich jetzt nicht so krass manchmal. Batman Arkham Asylum auf der 360 damals gespielt. Ist ein cooles Spiel, ne? Die machen schon Spaß. Fallen lassen. Können wir da nicht einfach so rüber? Ne, können wir nicht. Okay, dann machen wir den Seil. Den hier, den Seilwerfer. Aber ich bin hier falsch, oder? Muss ich hier wirklich hin? Ich warte bei der Kirche auf dich, Dark Knight. Ich warte darauf, dir zeigen zu können, dass ich besser bin als du. Komm zu mir, wenn du dich traust. Ach, komm schon. Das funktioniert mir auch nicht. Ich bräuchte hier so eine Art Fluss. Jedes Kind merkt das. Du musst zur Kirche kommen. Hör mir gut zu. Ich werde ganz langsam reden, damit selbst du die Möglichkeit hast, diesem eigentlich nicht sehr komplexen Gespräch zu folgen. Wenn du mehr wissen willst, musst du zur Kirche gehen. Kanaltunnel. Stahlwerk. War hier laut dem Ding. Ich bräuchte irgendeine Art Plattform oder so, die hier durchfährt, oder? Der Anzug wird den Kontakt mit diesem Wasser auf keinen Fall überstehen. Der Freeze-Strahl friert es vielleicht lang genug ein, damit ich darauf... Ach, jetzt hat er es gerade gesagt, okay. Ich muss mir eine Plattform machen mit dem Freeze-Eisstrahl. Warte mal, wo ist denn der jetzt nochmal? Der hier oben? Ja. Na gut. Hält das jetzt lang genug? Ich hätte das vielleicht... Vielleicht habe ich jetzt nicht genug Schwung und dann schmilzt das. Ah, da ist auch noch mal. Ich habe gerade gehört, dass mein Dad in das Rathaus beordert wurde. Strange hat darum gebeten, dass das Notfallprotokoll 10 in Kraft schmelz gesetzt wird. Schmelzt noch nicht, Plattform. Weiß Gordon, was Protokoll 10 schmelz nicht? Oh. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, nur für den Notfall. Strange hat auch nee. Gesagt, dass es ihm nicht gelungen sei, den Einsatz illegaler Waffen im Gefängnis zu unterbinden. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt gerade so gut finden soll hier. Die ganze Zeit geplant. Es sieht ganz danach nicht in den Bohrer aus. Rein. Bei ihm klang es so, als würden die Gefangenen einen Massenausbruch und einen Angriff auf Gotham planen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, doch, das kriege ich hin. Okay. Sag mal, hast du den Joker gesehen? Ja, er sah okay aus, nicht wahr? Ja. Hallo Basti. Das Spiel hat eine ganz coole Grafik, obwohl es schon relativ alt ist mittlerweile, ne? Hat er denn ein Heilmittel gefunden? Keine Ahnung. Ich hatte nur gehört, keine dass die Ärzte Ahnung. Nicht helfen können. Quinn ließ mich wegen des Heilmittels sogar eine Ärztin foltern. Nett, was hat sie gesagt? Kurz vor ihrem Tod hat sie immer noch gesagt, dass es kein Heilmittel gibt. Was will ich machen? Danach war nichts. Das ist schon cool. Was hätten die häufiger mal einbauen müssen? Ich hab's vielleicht auch einfach nicht gefunden, aber das ist ja richtig cool. Aber. Halt, irgendwer macht hier irgendwas. Irgendwer, der hier holt sich eine Waffe oder so. Heute Nacht wirst du sterben. Oh, fuck. Hier mach ich die Batman Vision an. Ja, da holt sich was. Dahin. Nein, er hat die Waffe. Wenn ich fertig bin, erkenne ich nicht mal Mutti wieder. Ab. Mann! Warum muss denn auch der Gepanzerte sich die Waffe holen? Ups. Komm, jetzt geh auf den an der Kiste da. Danke. Zack. Hallo, Brother. Bam, bam, oh, der hat noch eine Waffe gefunden. Schmelzen tun sie nicht, erbrechen können die. Okay. Hier ist General Jay und ich melde mich mit einem kurzen Statusbericht aus Arkham City. Wie ihr sehen könnt, sehe ich schon viel besser aus. Ach was, ich sehe besser aus als je zuvor. Ich höre euch sagen, wie kann das sein? Bekomme ich auch was von dem irren Heilmittel? Okay, sind gerade. Hallo Lars. Hallo Gino. Yes. Hallo Mohammed. So. Antworten befriedigen auf Dauer niemanden.
Manchmal muss man sich auf Enttäuschungen gefasst machen. Denkt drüber nach. Nehmt zum Beispiel eure Lieblingsserie. Gemeinsam habt ihr alles durchgemacht. Die Höhen, die Tiefen, die ihren Zufälle und dann... Peng! Sagen Sie euch, was Sache ist. Macht das glücklich? Ergibt das Sinn? Wieso endet das alles in der Kirche? Ihr Jungs braucht nur eins zu wissen. Ich bin zurück und ich werde bleiben. Jetzt schnappt eure Knarren, Jungs. Wir müssen einen Ausbruch planen. Okay. Keine Geiseln, keine Gefangenen. Ich weiß, klingt nach Selbstmord, aber was auch geschieht, ich stehe hinter euch. Hallo Alex, hallo Lars, hallo Pilgi. Na, hallo JPS. Ey, echt, Johannes, ja cool. Nee, hab ich Wender nicht mitbekommen, falls ja. Ich werde jetzt mal erklären, wie es aussieht. Der Joker gewinnt. Du und dein Boss, ihr verliert. Konnte ich jetzt nicht beide? Geht das nicht, weil der gepanzert ist? Was hätte ich dann anders machen sollen? Komm, jetzt lass mich doch mal den Typen hier verkloppen. In Arkham City wird... Der ist immer noch am Stehen? Wie soll man denn die beiden... Wie? So, okay. Nein, ich habe die falsche Taste ausgewählt. Schaffe ich nicht, oder? Doch, das schaffe ich, okay. Hallo Minato! Hilf mir bitte! Der sieht aber auch nicht ganz... ganz harmlos aus. Wer hätte damit gerechnet? Batman rettet mich. Der Hund! Der boxt mich einfach! Was ist das denn für ein Arsch? Das gibt's ja gar nicht. Da rettet man den schon an das, ey. Hallo Kai! Ach nee, nicht so eine Eispassage schon wieder. So, das da. Vielleicht Batman würde ich nie alle retten, aber echt. Nachdem die sowas mit einem hier anziehen. Oh, bitte nicht in diese Drill. Oh, er ist reingeraten. Dahin muss ich, glaube ich. Oh, das ist nicht gut. Das schaffe ich nicht mehr. Wie viele... Ich komme da nicht rein! Es klappt nicht mehr! Zieh, Batman! Okay. Das sah komisch aus. Ziemlich undankbar, war es aber wirklich. So, aber diesmal... Diesmal wird's was. Hallo, Anton! Muss ich denn überhaupt dahin, wo ich... Oder kann ich hinten auch weiter? Weil das ist ja schon eine miese Nummer, das so zu machen. Das schaffe ich doch wieder nicht, oder? Doch, diesmal schaffe ich es, okay. Ich habe mich ins Kamerasystem des Rats gehackt. Die Ratsmitglieder kommen zurück. Da hätte man auch noch lang gekonnt. Vielleicht geht das aber auch immer noch sie mit dem Seilwerfer. Sie von ihm sehr enttäuscht da müsste er eigentlich, gedacht, ne? Hätten, dass Protokoll 10 irgendwann aktiviert werden müsste. Aber sie haben ihm die Erlaubnis dazu gegeben. Okay, das können wir einfrieren, das ist alles cool. Guten Abend. Protokoll 10 tritt in 30 Minuten in Kraft. Jeder hat für diesen Fall besondere Befehle erhalten. Sie sind zu befolgen. Brauchst du immer noch eine Antwort? Bruce, das gefällt mir nicht. Sei vorsichtig. Gefällt das hier auch gerade alles gar nicht. Da kann ich doch einfach so hochklettern, oder? Was ist denn das jetzt hier? Kann ich da irgendwas machen? Wo muss ich denn sonst lang? Ach, ich weiß, was ich machen muss. Okay. Mein Gott. Okay, das wird schwierig werden. Alles gut. Ich weiß schon mal, was ich zu tun habe. Erstmal durch das Loch hier. Ja, so schwierig wird das gar nicht. Alles easy.
Hast du schon immer Vermutung, was Protokoll 10 sein soll? Nö. Die Passage konnte ich mir tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, du willst mir einfach noch nicht helfen, Justus. Ja, gut, hätte man besser machen können, ne? Ah, Batman hätte auch besser springen können. So. Dann machen wir mal. Okay, da kann man rein. Da kann man einfach hoch. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Kann man das hier hacken? Ja. Bam, 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 bam. Schwärmerisch. No entry. Wo komme ich denn jetzt hier überall hin, sag mal? Also ich könnte auch da lang, oder? Ich glaube, ich soll hier hinten lang, gell? Boah, da ist was versteckt und Steel Odyssey hätte das nie gesehen. Er sieht das nämlich nie. Und dann weiß er auch nicht, wie man das Rätsel löst, aber man muss hier einfach nur das Ding wegziehen. Einfach nur das Ding wegziehen. Na, alle Prinzessin Zelda! Halt, wenn wir das jetzt schon haben, so, dann machen wir das hier auch noch kaputt. Nee. Oh Gott. Nee. Du bist es. Tut mir leid. Nee, da gibt's kein Tut mir leid. Och Mann, warum denn? Sie sind sicher. Hast du ein Glück. Ich hätte dich damit umbringen können. Glauben Sie mir, wenn jemand mit einem Eisenrohr auf mich losgeht, bekommt er nicht die Gelegenheit, sich zu entschuldigen. Was ist geschehen? Ich habe getan, was du gesagt hast. Ich habe mich versteckt und sie beobachtet. Wir haben im Nachbarraum irgendwelche Dinge auf dem Boden platziert. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Klingt, als würde Joker versuchen, mich mit Minen zu stoppen. Funktioniert das? Sehe ich besorgt aus? Besorgt? Nein. Krank? Sehr. Du siehst schrecklich aus. Machen Sie sich keine Sorgen. Gehen Sie zurück in Ihr Versteck. Ich kümmere mich um die Minen. Vorerst gar nicht, denke ich, Prinzessin Zelda. Also hab ich's gemacht. Bin die Joker am Stahlwerk. Hat sie jetzt nicht gesagt, hier wären irgendwie Minen versteckt? Und was dann? Hat sie's getan? Natürlich! Ich meine, sieh mich doch an! Ich bin heiß! Was ist mit Jake? Ich bin heiß! Oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns. Die ist doch noch irre als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh. Die alle ablästern. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman, während ich meine tollkühne Flucht plane. Ihr solltet hoffen, dass sie das nicht gehört. Das sind aber viele Gegner. Seht zu, dass ihr die Minen legt. Okay, die teilen die jetzt erst aus, oder wie? Wie läuft denn? Der läuft ja zu mir, der eine läuft zu mir. Komm ich da so hin oder geht das nicht? Ja? Der klettert Batman da nicht gehört so hin. Mir. Joker wird mich zu seiner rechten Hand machen, wenn ich diese spitzohrige Missgeburt zu ihm bringe. Ah, es funktioniert so alles nicht. Arkham City ist erst der Anfang. Da sind Minen, okay. Da sollte ich jetzt nicht reinlaufen. Ich weiß halt auch nicht, was für ein Radius die haben, wo die hochgehen oder so. Harley würde ich aber auch lästern. Oha, so ein alter Hater. Das ist der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht. Ich hoffe es. Ihr habt Joker gehört. Es wird alles gar nicht so einfach. Nein, ich wollte mich da gar nicht. Hier ist jemand. Habe ich genauso gewollt. Nicht hochgehen, Mine, bitte nicht. Was zum Teufel ist hier los? Boom! Ein Mann weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl da. Nice. Ihr habt den Boss gehört.
Sie hatten recht, ich habe einen gefunden. Kommt man an der Mine vorbei? Batman! Oh shit. Oh shit. Der macht nicht auf. Dann müsste der jetzt nicht durch die Mine laufen? Kann ich die irgendwie für mich nutzen? Irgendjemand will das nicht. Bist du da? Ganz sicher. Er ist entwischt. So eine Art Nebel benutzt. Irgendwo hier ist sie doch. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Mich hier nochmal weg. Blöder Feuerlöscher. Da bist du. Guten Tag. Komm hier rüber. Ich hab Batman gefunden. Nee, du hast mich gar nicht gefunden. Ich hab ihn verloren. Finde ihn sofort. Granate! Wie viele sind's denn noch? 3, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Was? Was hat er gehört? Warum hört denn der sowas? Ich hab ihn. Kriege ich den da jetzt durch? Nein, jetzt hier, mach den Finisher durch die... Er ist tot! Jo, aber wie schnell! Der hat mich durch die Fensterscheibe gesehen, Batman. Der hinter mir jetzt, oder was? Warum werden die denn auch... Ah, Mann, die Minen sind eine böse Nummer. Kannst die Minen mit dem Unterbrecher lahmlegen. Okay. Aber... Derman ist da bestimmt auch nicht besser, wäre da auch nicht besser gewesen. Echt lustig, Mann. Und was da? Ah. Hat es getan? Natürlich. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Das ist mit Jane. Ihr seht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Oh, verdammt, ich glaube, ich habe gehört, wie sich jemand am Boden den... Dieser Kerl trägt eine Mine mit Annäherungszünder. Blutpfütze treten. What? Tut, was Joker sagt. Ich sichere die Tür. Sie hatten recht. Ich habe einen... Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Ach, das geht nicht, so wie ich das wollte. Schade. Aufwachen, hörst du mich? Wach auf! Wie besiegt man den denn? Feigling. Zeig dich! Wo bist du? Ich pass hier auf! Hör doch auf, dich hierher zu drehen. Dreh dich weg! Du guckst eher in eine Richtung, die da gar keinen Sinn macht. Ja, so ist besser. Was? Ach, Batman, du bist auch der Lauteste beim Fallen, ey. Du musst auch immer den dicksten Fall haben. Er hat Rauch benutzt, um abzuhauen. Der Bastard hat alles. War das der Klang eines eurer Schädel? Als wäre das so ein super krasses Gadget, Rauch. Ich hoffe. Okay, unten ist auch noch einer. Ihr habt Joker gehört. Ich hab einen gefunden. Jetzt dreht er sich weg. Der hat einen gefunden. Aber das ist der mit der Mine, der unter mir, ne? Komm, wach auf. Verdammt, Mist, ich wollte nicht so steif... fliegen, da so spitz fliegen. Wie macht er das nur? Was ist los? Lass ihn. Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern. Was ist los? Zu viel Schiss, um dich zu zeigen? Er hat die Wahrheit. Das wird so nicht werden. Die Minen jagen uns nicht in die Luft. Ah, cool. Cool. Da sind mehrere mit so einer Mine. Kann kaum erwarten, rauszufinden, welcher von euch Losern zuerst von Batman ausgeknipst wird. Mal sehen. Ene, bene, mu. So, du, dich kriegen wir hier. Da bist du. Hier, ich hab Batman gefunden. Hab ihn verloren! Findet ihn sofort! Das ist nicht gut. Was meint ihr denn mit Unterbrecher? Meint ihr das Ding hier? Wach auf, komm! Aber war es nicht nur für Mr. Freeze? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Zeig dich, Feigling! Die Minen funktionieren nicht. Ich brauche Deckung, um sie zu reparieren. Du kommst an mir vorbei. Alles klar. Oh,
Bats! Wenn du nur wüsstest, was ich vorhabe! Wie sie? Also, der eine kontrolliert da, der sieht mich nicht, aber der Typ, der random die Treppe runterläuft, der guckt da ins Gitter rein? Okay, krass. Also hab ich's gemacht. Hätte ich dein Gesicht sehen sollen. Echt lustig, Mann. Und was dann? Dieser Kerl trägt eine Miene mit. Ja, jetzt labern wir mich voll. Ich hab das doch schon gehört jetzt. An. Ich bin heiß! Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Nein, ich will da wieder hoch. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ah, ja. Gestern sah er noch beschissen aus und heute? Der echte Joker ist zurück. Gott sei Dank, Mann. Ich meine, wer bitteschön will Harley als Boss? Jetzt mal unter uns. Die ist noch irrer als er. Oh, Mr. J, bitte tu mir noch mehr weh. Okay, mein Schatz. Kümmer du dich doch schon mal um Batman. War das der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht? Ich hoffe. Ich sichere die Tür. Ihr habt Joker gehört. Hier ist jemand. Wenn ich da jetzt halt gezielt, wenn man hier gezielt runterspringen könnte, und dass man so landet, dass er einen nicht sieht. Ja, jetzt habe ich es mal hinbekommen. Wie macht er das nur? Was ist hier los? Lass ihn, wir müssen uns jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Zeig dich, Feigling! Irgendjemand fehlt darin! Bist du das? Versuchen wir mal so. Tut, was der Joker sagt! Oh Gott! Leute! Bewegt eure Ärsche her! Sofort! Er hat echt die Wahrheit gesagt. Die Minen jagen uns nicht in die Luft. Hm. Cool. Hä? Und der steht einfach wieder auf, oder was? Scheiß blöder Feuerlöscher! Hä? Hat den jetzt rumgeschossen? Der steht neben der Mine, die hochgeht, und dann... Oh Mann! Das Explosivgel ist richtig useless. Stehen aber alle auch so nah aneinander. Der eine ist unten. Mache Mine scharf! Okay, erledigt! Warum kann ich denn das jetzt nicht ausschalten bei dem? Ah, super. Ja, super! Oh, Mist. Da komme ich wahrscheinlich schlecht weg. Nee, überhaupt nicht, Anton. Mein, wozu soll man das denn nutzen, wenn man damit nicht mal einen töten kann? Mine gelegt. Stelle scharf. Er ist weg. Ich habe ihn verloren. Findet ihn. Sofort. Nee, was heißt das, Simcard? Lass sie doch bitte fallen. Was? Hier drüben. Ich hab ihn. Aber hätte ich jetzt... Hätte er sich direkt fallen lassen, dann hätte ich den auch kriegen können. Aber er wollte halt nicht. Ruhe mit dem Unterbrecher ist eine Verbesserung. Ja, wie mache ich die denn sonst jetzt fertig, wenn ich das nicht habe? Kapiert? Muss ja auch irgendwie anders gehen. Enttäuscht mich nicht, Jungs! Solltet ihr doch tun! Okay. Muss ich euch auffallen lassen? Okay, den haben wir schon mal. Ich glaube, das ist nicht möglich, Justus. Man kann... Oh, da war eine Mine anscheinend. Ich glaube, man kann keine Passagen umlaufen, weil jedes Mal, als ich das versucht habe, sagt mir das Spiel, dass ich irgendwie alle Gegner töten muss, warum auch immer. Ich kann es mal versuchen. Also habe ich es gemacht. Ja, aber die mit den Bomben kann man ja nicht, die kann man ja nicht töten, Max, weil dann explodiert ja die Mine bei denen. Natürlich,
Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Dieser Kerl trägt okay, Anton. Mit Annäherungszunge. Alter Terror. Gestern sah noch beschissen aus und heute? Ich einmal weniger. Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor. Ich sichere die Tür. Ihr habt Joker gehört. Sie hatten recht. Ich habe einen gefunden. Das ist nicht gut. Er wacht nicht auf. Ich passe hier auf. Wie macht er das? Ach, mein Gott, ey. Lass ihn. Sich um etwas Wichtigeres kümmern. Ich habe diese Seite gesichert. Er lässt euch Idioten wie Vollidioten dastehen. Das ist mein Job. Dr. Baker ist da. Ja, siehst du? Sollte sich verstecken. Man darf nicht. Ich muss mich um Jokers Männer kümmern, falls sie Man darf nicht einfach so durch. Das verbietet einem das Spiel. Finde ich auch ein bisschen schade. Ich weiß auch nicht warum. Man in einem Spiel, wo Stealthen irgendwie eine Option ist, hier drüben alles nicht gestealthed durchgehen darf. Das finde ich irgendwie schade. Das durfte ich bis jetzt auch noch bei keinem. Die Minen jagen bei keinem der Begegnungen. Cool. Das ist gar nicht gut. Oh, ich glaube, ich habe gehört, wie sich jemand am Boden den Schädel aufgeschlagen hat. So, ich guck mal jetzt, was passiert, wenn ich den jetzt anspringe. Explodiert der jetzt? Ne, der explodiert nicht. Okay, ich werde zwar sterben wahrscheinlich, aber... Darf ich jetzt bitte die Rauchbombe machen? Ach, ich hab keine mehr, oder was? Na gut. Ist er auch. Hello, der ist er auch. Finde ich. Nutzt die Wasserspeier häufiger. Für was denn? Man kann an denen ja keinen Stealth-Takedown machen. Die bringen mir nichts. Die kann ich nur nutzen, um wegzukommen. Und was dann? Hat sie's getan? Hallo, Al Jordan. Ich meine, sieh mich doch an. Ich bin heiß. Was ist mit Jake? Er sieht besser aus, oder? Ist ein verdammtes Wunder. Gestern sah noch... Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Was? Hallo, Leon. Oh, da hat mich einer gesehen. Er ist weg. Ich hab ihn verloren. Wir müssen ihn finden. Sofort. Son, hello there. Er hat echt die Wahrheit gesagt. Ich sehe, was du machst. Ich würde ja gerne runterdroppen, ich darf nicht. Wo ballert denn der eine gerade hin? Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Was ist jetzt? Dieser Kerl ja, aber das ist nicht leise, Anton. Das habe ich schon mal gemacht, das ist nicht leise in dem Spiel. Dann hören dich alle und sehen dich alle. Dann ballern dich alle sofort ab, wenn du das machst. Das ist mein Problem dabei. Ich dachte, der geht dann knockt. Wach auf! Na gut. Es kam von hier drüben, ganz sicher. Der verarscht uns nur. Wie macht er das? Ach, halt's Maul. Wir müssen weiter suchen, sonst sind wir alle tot. Zeig dich, Feigling. Wen haben wir denn da? Geschieht dir recht. Hättest mich nicht beklauen sollen. Geht schon mal. Ich komm nach. Ich hab das... Also ihr braucht das gar nicht reinschreiben bei den Speiern. Ich hab das letztes Mal gemacht und da wurde ich sofort von irgendwelchen Leuten entdeckt, die nicht mal in der Nähe waren. Also das glaube ich euch nicht, nee. Tot, was der Joker das wird wahrscheinlich auch wieder irgendein Update sein oder so, was man macht. Das funktioniert einfach nicht. Ich hoffe, das eine Ding explodiert jetzt nicht neben mir. Nee. Nun, das war eine schreckliche Enttäuschung, nicht wahr? Aber sehen wir es mal positiv. Mir geht es schon besser. Was ist Wo müssen wir da lang? Ich höre dich, Kumpel. Ich glaube, das war nur eine Trophäe. Ist alles okay? Bin in Position. Der Raum ist vermint und wenn ich Batman sehe, bumm,
Ja, obwohl vielleicht. Ging es hier noch weiter? Wie ging das denn sonst nochmal? Okay, ich glaube, das brauche ich nicht machen. In die Reihe. Ich nehme die Maske. Du kannst haben, was übrig. Falls ich rede hier nicht über das Book of Boba Finale. Ach so. Ha, cool. Das ist nur der eine Scharfschütze, oder was? Die Mine muss kaputt sein. Man sieht halt so wenig. Durch den Raum, komm. Muss ich durch die Kisten da weiter? Komme ich da oben irgendwo rein? Hallo? Wen haben wir denn da? Was willst du, B-Man? Noch ein bisschen mit dem Finger in der Wunde bohren? Nur zu, mir egal. Ich werde dir gar nichts sagen. Ich sage dir nicht mal, dass Joker den ganzen Mist, den er Freeze abgenommen hat, im Kesselraum eingeschlossen hat. Wage es ja nicht! Okay. Die ist auch ein bisschen doof, oder? wie komme ich da hin, ist die Frage. Finde Joker. Eigentlich müsste ich durch die Tür hier. Warum funktioniert denn das jetzt hier wieder nicht? Inaktiver Bababa kann mittels der Distanzstromladung aktiviert werden. Nee, kann er nicht. Gestohlene Ausrüstung von Mr. Freeze. Geht's denn in die Richtung irgendwo weiter? Konnte ich da oben irgendwo noch lang? Also hier? Ja, ich glaube, das ist richtig, oder? Okay. Da sind auch wieder Scharfschützen. In diesem Protokoll 10 Mist gehört, von dem Strange ständig labert? Was hat der bloß für ein Problem? War er nicht sogar derjenige, von dem wir nicht lachen haben? Ah, dachte er, der will, dass Joker gewinnt. Dachte ich auch. Aber wäre das nicht irgendwie verrückt? Wer gibt mir die Augen für ein Gefängnis? Batman! Es ist Batman! Es ist Batman! Ach du Scheiße, ich hätte die gleich angreifen sollen. Ja, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gedacht, die hätten Knarren. Die hatten vorher noch keine. Ja gut, hätte man wieder anders machen sollen. Aber hat ja alles nochmal geklappt. So, halt, muss ich hier oben hin? Ja, ne? Ja. Ich glaube, hier lang muss ich. Tritt in 10 Minuten in Kraft. Da ist er doch. Der sieht überhaupt nicht gesund aus. Wo ist es? Manieren sind wichtig, Batman. Es schadet nie, Bitte zu sagen. Ich meine, wenn du so dringend geheilt werden willst, dann sag doch was. Ich muss dir wohl etwas Respekt beibringen. Du kannst mir gar nichts beibringen, Joker.
Hallo, Shia. Oh, komm schon. Im Leben lernt man ständig etwas dazu. Heute Lektion 1, den Arsch versohlt zu bekommen. Es geht Haue. Der sieht doch voll gesund aus. Jetzt boxt man sich mit denen. Aber man kann ihn wahrscheinlich nicht finishen, einfach so. Bitte, oder? Aufhören! Ich kann nicht mehr! Hast gewonnen! Hast mich besiegt! Der lügt doch wieder! Sekunde, sagte ich. Mich? Ich meinte mich und diese Jungs! Ja, aber ja klar. Wird ein Kinderspiel, Bats! Ach fuck, ich hätte irgend so einen Finisher machen können. Die sind auf so komischen Reichen oder auf so einen Special Move. Aber die verkacke ich immer, weil die auch so merkwürdigen Tasten teilweise sind. Jo, da ist wieder der Hammermann. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Hui. Mist. Der Joker kämpft sogar auch noch mit. Mutti erkennt dich nicht wieder, wenn wir mit dir fertig sind. Ich hab doch gedrückt, doch Mann. Ich will dich begraben. Das schaff ich noch nicht, ne? Wäre auch cool, wenn der Text nicht dauerhaft eingeblendet werden würde gerade. Das würde mir ehrlich gesagt helfen. Mit welcher Taste mache ich denn eigentlich diese Achter-Kombo ausführen? Ich dachte, wenn ich A, B drücke, aber das ist es nicht. Jetzt habe ich es. Ja. Jetzt habe ich es hinbekommen. Nice. Aber... Ja, oder kommen noch mehr. Aber... Kann man irgendwie diesen... Also ganz ehrlich, geht der weg. Es ist doch nicht geil, dass das jetzt dauerhaft in der Mitte des Bildschirms steht, die ganze Zeit. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Oh Mann. Hallo Bogo. Ich muss gleich mal die UI-Texte vielleicht ausstellen. Das ist ja super nervig, ey. Man sieht halt wirklich, das lenkt einen irgendwie brutal ab. Wenn wir mit dir fertig sind, erkenne ich nicht mal mehr deine Mutter. Und das, was ich gerne gesehen hätte, mit dem, wie man bei der Achter-Kombo dann irgendwie den Finisher ausführt, das hier. Reichen wir Mr. Abramowitsch die Hand. Nicht gemacht. Ich weiß nicht, dass er was mit einer anfangen könnte. Ich drück AB, ich drück AB, ich drück dauerhaft AB. Jetzt hat das, mein Gott. Also ich bleib dabei, ich finde das nicht schlau, dass man diesen Finisher-Dings oder diese Special-Attack auf A legt, weil der auf A halt diese Ausweichrolle macht. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Das macht mich schon besser als eben. Ja, Hauptsache den... Alter, jetzt reicht's mir, Mann, ganz ehrlich. Hinweise, nein. Das ist ja schrecklich. Das zeigt mir immer noch das an. Du wirst nicht zu Joker durchkommen. Ich werde dich aufhalten. Warum zeigst du mir denn dauerhaft an, dass ich den Klingen ausweichen kann? Das weiß ich doch. Du wirst nicht zu Joker durchkommen. Ich werde dich aufhalten. Schade, einmal verkackt bei dem. Hallo Gamer! Du wirst nicht zu Joker durchkommen. Ich werde dich aufhalten. Okay, man muss ja auch echt viel achten gerade. Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Den lustigen Gegner haben wir bald alle. Aufpassen, der schlägt wieder mit dem Hammer zu. Ich werde dich begraben. Der Joker hat jetzt auch ein Messer.
Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Das hat mich gerade getroffen. Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Ja, schaffe ich nur leider nicht, da irgendwie einen von den dickeren mal auszuschalten. Oh, jetzt nicht durch den Scooter sterben. Was auf Ja gestellt. Hinweise nein. Kameraassistent, nein. Sichtung, Kehrendrehung, ja. Schön. Soll überhaupt nicht nervig. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Ach, Kacke, ey. Wie soll ich denn gegen die beiden Dicken? Das dauert da halt bloß... Du stirbst hier, kleine Fledermaus. Das dauert da bloß immer lange, bis man... Bis man da irgendwann dazu kommt, dass man den überhaupt... Jetzt habe ich es. Okay. Ich sehe nix. Halt still, während ich dein Gesicht in den Dreck stoße. Da konnte ich nie ausweichen, das war mir nicht möglich. Weil der mich genau dahin abgeworfen hat. Wen genau muss ich denn gerade eigentlich besiegen von denen? Ist der jetzt besiegt? Das wäre super. Ja, ist er. Okay. Jetzt müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass wir nicht noch getroffen... Boah, das war so knapp, ne? Getroffen werden, während wir den hier nochmal... Oh Mann, aber wie soll ich denn auch diese verdammte Combo gegen ihn ausführen, wenn ich andauernd von tausend anderen Sachen angegriffen werde? Ein Hit und ich bin weg. Mal gucken. Führe einen Klingen-Ducken-Angriff aus. Cool. Hab ich noch gar nicht gewusst, dass es geht. Also, tschüssi. Das war aber knapp, ne? Das ist echt schwierig, wenn dann mehrere Gegner da sind. Der halbe Bildschirm die ganze Zeit voll Infotexten voll ist. Nerviger Fehler an der Stelle. Ist interessant, dass der Joker hier oft auch irgendwie so im Nahkampf kämpft, ne? In den Spielen. Noch einen letzten Wunsch? Ah, wie wär's mit einem Witz? Wie wär's mit einem Handel? Lass ihn los. Nimm mich an seiner Stelle. Ha, ich bin hier für die Witze zuständig. Talia, was soll das? Ich repräsentiere den großen Ra's al Ghul. Kopf des Dämons und Herr über die League of Assassins. Tja, wie schön für dich. Lass Batman frei. Und wir geben dir das Geheimnis der Unsterblichkeit. Tu es nicht, Talia. Dann kann ihn keiner aufhalten. Was? Das heißt, sie sagt die Wahrheit? Unsterblich? Sind wir im Geschäft? Nein! Ach, halt's Maul! Ja! Nach dir, Teuerste. Wir gaben dir diese Chance, Batman. Jetzt folge deinem Herzen. Ach Mann, als ob der noch nicht besiegt ist, der olle Joker. Cool, Waldpanda. War's das jetzt, Ivy? Wie ich bereits sagte, das mit den Blumen war nicht meine Schuld. Du weißt es, ich weiß es. Du hättest sie gießen sollen. Du hast gesagt, du würdest sie gießen. Jetzt ist nur noch eine übrig und Strange hat sie in seinem Tresorraum eingeschlossen. Also, wenn das so ist, wie wär's mit einem Geschäft? Ich muss in den Tresorraum und ich glaube, du könntest mir dabei helfen. Wenn du mir hilfst, reinzukommen, hole ich deine Pflanze. Abgemacht? Hallo, Akku.
Ich sollte dich töten. Gut. Kein Kuss? Ich bin irgendwie enttäuscht. Raus! Sofort! Aber Lord Mädchen, so bewegen die sich. Das ist ganz natürlich. Ich habe ehrlich gesagt schon ganz vergessen, dass wir hier die Catwoman-Geschichte auch noch hatten. Das hat man echt eine ganze Zeit lang nicht gezeigt, ne? Hat man vielleicht ein bisschen häufiger mal machen sollen. Aber finde ich cool. Einfach vergessen zu gießen. Frech, aber wirklich. Zack, zack, zack. Die macht auch echt Spaß zu spielen. Es sieht nicht gut aus, oder? Nein. Sieht nicht gut aus, oder? Okay, wir müssen noch ein ganzes Stück. Die gute alte Catwoman. Der Twiki, der mag die richtig. Noch mehr als die Thalia. Zack, zack, zack. Das Gotham sieht hier einfach nice aus, ey. Jetzt bist du Luder tot! Sie ist hier! Ich hoffe ja nicht. Wie gesagt, ist nur ein DLC. Die werden meist kürzer gehalten. Okay, jetzt bin ich schon relativ close. Irgendwo hier runter. Meldung machen. Tigerzentrale, wir sind in Sektor 2. Wir werden angegriffen. Der Tresorraum wurde beschädigt. Wir vermuten, dass... Muss ich in den Gully? Poison Ivy hinter dem Angriff steckt. Ende. Bestätigt, Tiger 87. Position halten und auf weitere Befehle warten. Ende. Bestätigt. Errichtet einen Schutzbereich. Sichert den Eingang. Boba Fett, danke sehr dir. Vielen lieben Dank fürs Werden eines Mitglieds. Danke sehr, danke, danke. Lass da unbedingt mal die Herzen da. Ne? Vielen lieben Dank. Danke sehr. Was hat denn die nochmal für Gadgets? Bolas Fußnagelpeitsche. Mache ich denn das jetzt smart? Die stehen ja alle nur im Kreis. Die haben ja alle Waffen. Das ist ja ultra... ultra schwer, oder? Ja, alles klar. Das haben sie anscheinend gesehen. Sind die überhaupt Waffen? Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ah doch, der eine hat safe eine Waffe, der hier. Warte mal, wie besiege ich denn den? So? Ja, so. Der will seine Waffe wiederholen, der eine. Greif doch jetzt mal bitte den an, danke. Mist. Oh, die braucht ja ewig, um einen zu finishen, okay. Glaubst du, dass du das Spiel heute fertig kriegst? Ich denke schon, ja. Eine Flucht aus Arkham City ist unmöglich, Catwoman. Okay, Hugo. Okay. Na, hallo, Boba. Schönen guten Tag. Komm, lass mal deine Waffe fallen. Also das mit den UI-Texten nervt mich heute brutal. Warum ist denn das heute so schrecklich penetrant? Ich hab die doch sogar ausgestellt. Oh, jetzt hat der das Gewehr. Das ist nicht gut. Hallo, Crackdor. Puh. Da sind Ivys Ranken. Und da ist das Lager. Gute Arbeit, Rotschopf. Zeit, da reinzugehen. Jawohl. Okay, da ist der Tresorraum. Sieht nach einem Standard-3-Karten-Sicherheitsprotokoll aus. Also wirklich, wieso lernen wir was dazu? Hoffentlich verbergen sich die Schlüssel tief in den Taschen. Da hat man ja mega Masse verloren, ja, ja.
Ist die Catwoman in den Comics denn eigentlich auch so schwarzhaar? Oder hat die schwarze Haare? Oder hat die da eher... Also ich kenne die jetzt halt nur aus... Also einmal die aus Gotham, ne? Dieses kleine Mädchen. Die hat ja dann eher so brünette Haare, sage ich mal. Und einmal jetzt die aus, den, aus dem Alten. Was war das? Warum kann die nicht von hinten finishen? Geht das nicht mit der? Ihre Beutezüge und einmal die aus den 80er Jahren da. Ich glaube so schwarz oder braun. Braun-schwarz. Okay, hallo Wolfgang. In Batman's Return hat sie halt blonde. Ja, das genau. Das, die habe ich jetzt noch vor Augen ganz gut. Ist unterschiedlich. In der Animated Series ist sie zum Beispiel auch blond. Okay. In den Comics, soweit ich weiß, größtenteils schwarz. Okay, ich glaube, ich sollte ja gar keine Gegner ausschalten, sondern irgendwie in dem Schlüssel klauen. In dem da vorne, glaube ich. Diebstahl. Ziel gesichtet. Regeln Sie alle Zugänge. Ah, Scheiße, das kann man nicht. Es gibt dort offenbar einen Eindringling. Kann man nicht so offensiv machen. Ja, ist ja gut, Hugo. Gleich kannst du entscheiden, ob du Batman hilfst oder nicht, okay? Okay, er hat auf jeden Fall die Karte. Ist das jetzt auch die Tür, die ich öffnen muss? Was ist los, Selina? Willst du gehen, ohne deine wertvolle Beute aus dem Tresorraum von Strange zu holen? Tresorraum, okay, der ist hier. Ah, das wird nicht einfach. Können die mich denn hier oben sehen, auch wenn sie weiter wegstehen oder so? Also wenn ich jetzt hier lang gehe, sieht der mich? Nee, ne? Ich muss sie ja irgendwie ablenken können, obwohl da kann man runter. Vielleicht kann man die doch ausschalten. Man muss die ja sonst irgendwie weglocken können. Aber der hier hat auch noch eine Karte. Warum haben die denn alle jetzt eine Karte? Da kann man auch lang. Braucht man mehrere Karten, um da reinzukommen? Braucht man von jedem die Karte? Okay, wo führt das jetzt hin? Das wird irgendwo... Ja, das bringt mir rein gar nichts eigentlich. Man braucht drei Karten. Ach so, ah, okay. Erstmal wieder hoch. Die Frage, sehen die das? Okay, das hat so halbwegs gut geklappt. Der da hat jetzt noch eine, die beiden Wachen beim Tresor haben noch eine. Die sind aber eigentlich quasi unmöglich zu erreichen. Ich glaube, ich sollte die von den Patrouillierenden nehmen. Hallo Udinaut. Hallo Jana. Ist ja die Frage, eigentlich müsste es ja hier gehen, oder? Das sind alle Schlüssel. Nächster Halt, Sicherheitszentrale. Zur Sicherheitszentrale. Ist das jetzt... Zur Sicherheitszentrale? Ach so, ich... Ah, ja, okay. Der geht weg. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keiner, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will.
Dann amüsieren wir uns okay, ein bisschen. Arrival, cool. Wie schnell ist das so deine Personal Best? Und in welcher Kategorie ist es dann irgendwie so? Any Percent oder was? Ziel weiter verfolgen. Konzentriert bleiben. Ah, okay. Wie können wir das bei dem ja machen hier, oder? So, Ziel befindet sich in diesem Bereich. Ich würde loslassen, Selina. Ziel gesichtet. Oh, das ist cool. Der Ruf ist ja nice. Zielperson verschwunden. Hallo Emmas. Aber das haben die jetzt ja komischerweise auch schon wieder mitbekommen. Zur Zielperson. Ziel verloren. Habe Kontakt zu. Cool. So, jetzt wird es aber schwierig. Die letzten beiden bleiben da stehen. 54. Wir haben Sichtkontakt und können bestätigen, dass das Ziel im Stahlwerk ist. Ich wiederhole, Batman hat das Stahlwerk betreten. Batman. Setzen Sie das Stahlwerk auf die Liste der wichtigsten Ziele. Protokoll 10 wird sowohl Batman als auch Joker. Ah, können die sich nicht so ein bisschen trennen? Annie ist 4 Stunden 35. Ein Glitch ist 19 Minuten. Alpha Rot. Anzahl der Bomben um 500% erhöht. Machen Sie 1000 daraus. 19 Minuten entfernt vom Weltrekord. Was wäre das? Noch 3 Sekunden. 2. 1. Der hat sich ja gerade richtig weggebeamt. André, hey, hey, hallo, schönen guten Abend. Mal durch. Bewegung! Endlich trennen die sich mal. Verwundeter! No, das ist nicht gut. Ziel gesichert. Hä? Wie der aber auch instant nach oben geguckt hat. Oh, die muss ich beeilen, 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 beeilen. Droppen, droppen, Ziel droppen, droppen. Die sterben jetzt noch. Den Move habe ich beim letzten auch schon gebracht. So. André Amidala, wie geht's denn der Königin heute? Na dann, versuch mich mal mit deinem Gestrüpp einzufangen. Ich warte. Warum denn? Wie fühlt sich das an, Ivy? Oh, wie fies die ist. Es sieht aus, als hätten wir unseren Eindruck. Ah, okay, Silver Rival. Ich eine Lektion. Ach nee. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein. Und jetzt habe ich auch noch sie. Das stellt mir auch richtig scheiße an. Mach ich hier nochmal. Irgendwie hat man die doch so on the fly im Kampf eingesetzt. Wie geht denn das so? So, den Waffen haben wir erstmal. Warum? Ich hab doch sogar gedrückt. So, nur noch du, mein Freund. Na, der Anfang war nicht so gut. An alle, wir haben Sichtkontakt. Jetzt ein bisschen Kopfschmerzen. Aber sonst gut. Ach, André, warum denn immer Kopfschmerzen? Warum denn? Warten Sie, bis Protokoll 10 abgeschlossen wurde. Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Verstanden, Sir. Na, klappt das?
Es klappt doch bestimmt nicht. Ich kann doch nicht mehr sprinten jetzt. Und denke ich mal noch von der Impfung. Hey, Selina, das kann schon sein, ja. Das. Auf jeden Fall gute Geh Genesung. Einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Jetzt darf ich mich entscheiden, oder was? Ich kann jetzt entweder für mich selber gehen oder Batman retten. Ist das Spiel dann vorbei? Nee, ne? Aber Batman stirbt ja wirklich nicht. Hat das irgendwie richtig krasse Auswirkungen oder so? Geh nach rechts. Ich bin sogar gewillt, nach rechts zu gehen. Probier's mal. Okay. Mach mal den Ego-Move. Mal gucken, was jetzt passiert. Scheiß auf ihn. Okay, also der Spruch muss jetzt nicht unbedingt sein. Als ob jetzt die Credits kommen. Hab Spiel durchgespielt, ne? Hab ja gesagt, in einer Minute, in einer Stunde 50, hab sogar in einer Stunde 13 geschafft. Ja, nimm das, die Odyssey, du Noob. Kann ich das skippen? Schönes Spiel, ja. Komm ich jetzt hier nochmal raus? Ach, hätte man sich das jetzt alles angucken muss. Kann mich jemand hören? Mein Name ist Barbara Gordon. Verdienter Wir Sieg, ja, denke ich auch. Joker Verkaufst Batman noch härter als Max bei LOL. Alle tot. Ich bin jetzt reich, Lord Mädchen. Ich habe zwei Koffer. Joker hat gewonnen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Er hat gewonnen. Wir können nichts tun. Bruce ist tot. Nicht mehr da. Sie sind alle weg. Wenn cool. mich jemand hört, schickt Hilfe. Bitte. Danke, André. Ja, okay. An alle, wir haben Sichtkontakt. Ich habe nur die Frage, was würde denn jetzt passieren, wenn man nochmal nach rechts geht? Kommt dann das Gleiche, oder? Gut. Warten Sie, bis Protokoll Oder kommt dann nochmal was Neues? Und schicken Sie dann eine Gruppe rein, um Batmans Leiche zu bergen. Ich will das nochmal wissen. Verstanden, Sir. Hallo, Lukas. Hey, Selina, du schaffst das. Geh einfach und lass ihn zurück. Ist ganz leicht. Du verzeihst dir das nie, Selina. Rette Batman und dann raus hier. Er ist Batman. Ist ja nicht so, dass er sterben würde. Weiß es einer? Hallo, Lukas. Passiert dasselbe? Okay, ja, dann. Dann muss man es nicht nochmal ausprobieren. Ach so, ja. Als ob sie sich nicht outducken könnte Seit mit den wann Koffern. Hast du eigentlich ein Gewissen? Versteck die doch wenigstens irgendwo. Muss ich denn hier alles alleine machen? Nicht sterben, Batman. Ich komme, um dich zu retten. Warte, bin ich hier richtig? Ja. Ist aber cool gemacht, so ein alternatives Großartig. Ende. Siehst du, was ich für dich aufgebe, Batman? Wehe. Tja, wen haben wir denn da? Ich dachte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Hast recht. Glaube, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Bleib du lieber grüblerisch. Die Witze übernehme ich. Ich schätze, wir wissen jetzt beide, was Protokoll 10 ist, nicht wahr? Wenn du es stoppen willst, wirst du dich beeilen müssen. Was ich schade finde, ist, dass Talia und Selina von der gleichen Person synchronisiert werden. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Oracle.
Was ist denn jetzt hier los? City vom Wanda Tower aus mit Raketen unter Beschuss nehmen. Kümmer du dich darum. Joker hat Talia. Ich werde ihn verfolgen. Das kannst du nicht tun. Hunderte würden sterben. Oh doch. Ich brauche deine Hilfe, um den Angriff zu stoppen. Er wird Talia töten. Sie müssen das zu Ende denken. Batman kann diese Menschen nicht sterben lassen. Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle WayneTech-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von 1000 anderen? Du hast nicht Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Oh, aber cool, tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Okay. Wie finde ich den denn? Oh, das wollte ich nicht. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Scanne die Tiger-Hubschrauber. Muss ich dafür den Move hier machen, oder? Ah, ich kann da ranspringen, okay. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Ah, der erste wird's eh nicht sein. Nicht vorhanden. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. So, dann gehen wir zu dem hier. Nicht vorhanden. Alter, also, wie viele gibt es denn auch? Oh mein Gott, das kann jetzt ein bisschen dauern. Tastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Warum sind denn da Luftballons dran? So, André, hast du das Spiel hier eigentlich auch mal gespielt gehabt? Der hat's auch nicht. Ich frage mich jetzt gerade, ob das dann irgendwie einfach nach dem fünften Mal ist das auf jeden Fall oder ob das wirklich jetzt einer random ausgewählt ist von den ganzen Dingern hier. Wäre richtig nervig. Alle Ziele bekämpft. Ich wiederhole. Schaffe ich das? Mehrere Treffer. Ziel wurde ja erfolgreich bekämpft. Hallo Mika. Dann mal ganz viel Erfolg dabei, Mika. Bis dann, Scott. Und danke fürs Zuschauen. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Ist nicht random. Ist denn immer der gleiche? Bei mir war es der zweite, okay. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Der ist es. Nee, der ist es nicht. Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Dun, 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 dun. So. So viele können es jetzt auch nicht mehr sein, glaube ich. Mehrere Insassen gefallen. Der ist es. Todeszahl in Sektor 3 sehr hoch. Hallo Minimi. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wanda Tower. Gut, du tust das Richtige. Mit dem Code dürftest du durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Okay, ich muss dorthin. Okay. Ich hab nur mal die Spider-Man-Spiele gespielt von den ganzen Superhelden-Games. Na, du kennst dich doch so krass aus, dachte ich. Oh, dieser André, der weiß einfach mal alles. Also einmal noch außen rum, okay. Nein, nicht dahin. Insassen wurden neutralisiert. Hallo Uwe! Bam, 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 bam. Ach, ich mach ja auch wieder Mist. Rakete hat Ziel erfasst. Gebäude getroffen. Sanaski. Ich glaube, passt dahin, muss ich das sein. What the fuck? Oh, die Rauchbombe bringt mir da glaube ich nicht mehr viel.
Er ist ja jetzt auch gut. Kannst auch einfach mal loslassen, Batman, anstatt ihn noch zu Tode zu würgen. Bis dann, Dermen. Ich ahnte, dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Jetzt habe ich Gewissheit. Ja. Ich habe es richtig gehasst, da alle 440 Rätsel zu machen. Aber warum macht man es denn? Ach, ist das nervig. Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Hallo Jonas. Punkt. Wir führen 20 Insassen frei. Muss jetzt zu Ende bringen, was man begonnen hat. Ist das so? Insassen wurden neutralisiert. Ich würde lieber den Typen loslassen, glaube ich. Und warum hat mich jetzt eben der Heli erwischt? Diesmal ist er gar nicht da. Hallo Marlis. Lärmabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Ja, Minimi, aber rede ich jetzt hier nicht drüber. Deswegen wirst du nie Batman sein. Ich würde mich für das Leben entscheiden. Ich habe mich auch für den Geldkoffer entschieden, André. Das hättest du doch auch gemacht. Die guten alten Geldkoffer. Wie komme ich da rein? Kurz eingedippt. Okay. Direkt neben ihm oder sieht's nicht, ne? Diese Tigerwaffen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Das kennen wir schon. Haltet sie in der Bearbeitungszone fest. Wir sagen Bescheid, wenn wir soweit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Bestätigt, Sam. Du hättest jetzt auch gesilenced ausschalten können, Batman, ne? Du warst hinter ihm. Du hättest alle Chancen der Welt. Der ist durch einen Kick gestorben. Krass. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Weiß ich noch nicht, André, die ist erst um 11, oder? Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich habe da richtig Bock drauf. Ne? Ich hoffe, da gibt's was Geiles. Ich kann doch nichts machen. Hast du je in Erwägung gezogen, dass du daran schuld bist? Ist das mit Absicht so? Ich kann nichts drücken. Das ist doch nicht absichtlich. Ja, ich will dir nicht mehr zuhören, Hugo Strange. Ich werde gerade verkloppt. Aha. Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Ist sicher deprimierend. Dürfte ich hier weggehen? Du hast so viel geopfert und bist doch an allem schuld. Oh, das ist fabelhaft. Endlich habe ich den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechtmäßigen Platz an der Seite des Meisters einnehmen. Wir werden die Welt beherrschen. Auf den Teaser zum neuen Mario Kart. Alter, wenn Mario Kart kommt, ne? Ich glaube, das soll sich aber eher um die erste Hälfte des Jahres kümmern, ne? Ah, Mario Kart wäre so super. Habe ich jetzt schon Leben verloren? Ja, wow, Batman. Hat einer ein Dings. Ah, das war super. Ich habe kein Leben verloren. Das ist immerhin, das ist ja sehr nett. Oh, da hat einer eine Shotgun oder so. Oh, hier kommen auch noch welche raus. Er springt kurz mal 20 Meter. Na, schade. Oh, ich glaube, da hat einer die Shotgun aufgehoben. Ja.
Nach! Das ist gar nicht geil, dass das der Gepanzerte ist. Hat er die fallen gelassen? Ich glaube ja. Ach Mann, ich hasse die. Ach Mann! Warum müssen diese doofen Gepanzerten denn so extrem viel aushalten? Ich sehe nichts. Bam, 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 bam. Oh, ich hab nicht mehr viel Leben. So, komm, jetzt entwaffne den noch. Nein, ich hab zu spät gesehen, dass der schon hinter mir steht. Arkham City ist zu ihrer Grabstätte geworden. Die droppen ja ganz gerne mal eine Überraschung am Ende des Jahres. Oh, ich hoffe es einfach, André. Einfach so Mario Kart. Ach, das wäre alles so schön. Ich drück doch A und B. Ja, super, danke sehr dafür. So, nochmal alle ausschalten. Sehr gut. Elektroschockmänner habe ich nicht vermisst. Er hat seine Waffe noch nicht verloren. Ich komm nicht aus dieser Ecke raus, ey. Der hat die Waffe. Oder haben zwei eine Waffe? Nee, okay, never mind. Wie soll man denn gegen so viele gleichzeitig auch bestehen, wenn dann da jeder zweite Gegner irgendwie eine Waffe hat? Oder halt irgendwie so einen Elektroschocker oder sowas? Geh auf den mit der Waffe, bitte, bitte, Batman. Da ist die Kamera echt nicht so vorteilhaft gerade. Ach, der holt sich schon wieder die Waffe. Nein, jetzt hat die wieder der Rüstungsheini. Hast du fallen, Rüstungsheini? Das sieht besser aus als eben, glaube ich. Ja, Kamera. Bitte, danke. So, jetzt nur noch du und ich. Ich glaube, der eine ist wieder aufgestanden, ha? Nee, okay. Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Er hat sie alle ausgeschaltet. Das ist zwecklos, Dark Knight. Das Unvermeidliche lässt sich nicht schauen. Feuer und Schwefel. Okay. Hallo Edgebricks. Wo muss ich denn sonst lang? Oh, das ist hier aber verworren. Hä, das habe ich jetzt nicht mal gedacht. Cool. Cool, ich wollte eigentlich nur gucken, ob man den Spiegel einschlagen kann. Hallo Dominik. Ach mein Gott, muss ich jetzt ernsthaft Hugo Strange zuhören oder geht's da nicht weiter? Hitler Trophäe, okay. Nehmen wir kurz mit. Das ist der Startraum. DLC für Mario Party soll vielleicht auch kommen. Oh, das würde ich auch so feiern. Mann, André, warum machst du mir denn alles so schmackhaft gerade? Vielleicht auch da oben? Wenn sich ihnen eine Tigerwache nähert und ihnen einen Befehl gibt, wo geht's weiter? Eine kniende Position einzunehmen und die Hände hinter ihrem Kopf zu verschränken. Sollten sie diese Position nicht einnehmen. Ah. Nee, warte, hier kam ich her, oder? Nee, never mind.
Bitte runter. Danke. Hau, das sieht mir wieder nach irgendwie Seilschwingerei aus. Das bringt mir nur eine Riddler-Trophäe, glaube ich. Bringt mir das gerade was oder ist das mein Tod? Mach irgendwo hin! Irgendwo! Oh! Da! Warum denn nicht zur Seite, Batman? Ich will Stream zu dir direkt sehen. Ach, dieser André. Der kann man bestimmt machen. Also ich habe richtig Bock auf die da. Ich weiß gerade nicht, wo ich rausgesetzt wurde. Kann ich so da lang irgendwie? Ich habe keine Ahnung, wo der... Ich habe diesen Ort, wo ich jetzt rausgesetzt werde, habe ich irgendwie nicht... Wo bin ich hier? Wo? War ich hier eben schon mal? Es sieht nicht so aus. Wo bin ich denn, wenn ich hier hingehe? Ich bin hier doch nicht gestartet, oder? Der hat mich irgendwo hin... Ach, hier ist eine Kante. Der hat mich irgendwo hingesetzt, wo ich vorher nicht war. Das irritiert mich gerade total. Ach, hier war die Riddler-Trophäe. Ja, okay. Verlassen. Ich muss ja irgendwie... Ich muss ja hier hin, oder? Die tollen Riddler-Trophäen. Schnapp sie dir alle. So, jetzt? Wo bin ich jetzt? Aha. Ja, der hat mich einfach schon weiter ausgesetzt, als da, wo ich war, oder so. Das war jetzt gerade ganz irritierend für mich. Einen guten Abend, gnädige Dame. Ich sagte, ich würde zurückkommen. Hat ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest, aber... Was ist passiert? Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten. Sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich um die Wachen im Raum. Ach nee, das ist ja wieder hier Schleicherei. Das kriege ich doch wieder nicht gebacken. Ja, Hallöchen, ah, dieser alte André, der Charmeur. Sehr gut. Protokoll 10 macht große Fortschritte. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt... Bitte, bevor der mich sieht. Batman, beeil dich doch auch mal mit dem Apostel. Jetzt geh doch ein bisschen schneller. Für ihre wundervollen Leistungen zu danken. Die Bildschirme vor mir zeigen an, dass wir uns zügig einer Sterblichkeitsrate von 22% annähern. Meinen Berechnungen zufolge werden sämtliche Insassen von Arkham City... Holy fuck, okay, der Raum wird sehr viel schwieriger, als ich gedacht habe. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Zum Ende des Monats werden in Keystone und Metropolis neue Lager nach dem Muster von Arkham City entstehen. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Oh, das werde ich, glaube ich, nicht schaffen beim ersten Mal. Das habe ich schon nicht gut gestartet. Wir sind die Zukunft. Ist es so, der Männer dann? Sprengladung scharf. Zählt mal durch. Bewegung! Verwundeter! Kann man den so erwischen? Ich probiere es jetzt einfach. Ja, kann man. Schleichmeister? Ja, das ist. Bewegung! So ist es. Mal den da hinten, den Scharfschützen, den können wir bestimmt wegholen. Bei meiner Position. Zählt mal durch. Und brauchen, wie der da jetzt läuft. Bewegung! Verwundeter! Also jetzt läuft es gerade besser als gedacht. Zählt mal durch. Ziel gesichtet. Ja, ne? Da hat er sich aber mal kurz der random umgedreht. Batman. Ist gar nicht mal so gut gelaufen dann doch. Das war der letzte.
Das ist echt schwierig in dem Game, das Schleichen, finde ich. Also das finde ich jetzt nicht schlecht, das finde ich teilweise sogar ganz gut, aber das ist echt, also das ist ungewohnt, sagen wir es mal so. Bei ganz vielen Videospielen kennt man solche Schleichpassagen auch. Und da handeln die Gegner meistens relativ vorhersehbar, ne? Dass sie sich nicht einfach so umdrehen oder so, sondern meistens stellen die sich dann tausend Jahre lang so hin und bleiben dann auch so. Und das macht das Spiel hier auf jeden Fall nicht so. Da finde ich es teilweise echt schwierig, hier erfolgreich durchzuschleichen. Innerhalb der nächsten drei Stunden sterben. Dann tritt Protokoll 10 in Phase 2 über. Wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das doof ist. Oh, der sieht mich, oder? Ich hab einen. Der da? Ne, der sieht mich nicht. Wir alle können stolz auf das sein, was wir geleistet haben. Jetzt mache ich hier aber den Rush-Modus. Das klappt doch gerade richtig gut. Wir sind die Zukunft. Hallo Gamer! Sprengladung scharf. Oh, es sind immer noch 4 Stück. Zählt mal durch. Bei meiner Position. Ich verstehe irgendwie immer noch nicht, was bringt denn jetzt diese Minen, die der an sich dran hat, wenn ich den trotzdem so ausschalten kann. Ich dachte, der hat jetzt irgendwelche Annäherungsminen an sich dran, dass ich den nicht so ausschalten kann. Zählt mal durch. Bewegung! Jetzt im Gegenteil spricht ja eher für das Spiel, aber das ist halt... Oh, war das schlau? Ja, okay, war noch gerade so glücklich. Ist halt eine Umgewöhnung, ne, Justus? Das macht's halt schwieriger, wenn man normalerweise nur daran gewöhnt ist, dass man... Also so Schleichpassagen... Nein! Du machst mich jetzt nicht mehr fertig. So Schleichpassagen sind normalerweise, finde ich zumindest, meistens jetzt nicht sehr herausfordernd in irgendwelchen Spielen. Ich dachte, ihr werdet besser ausgebildet. Vielleicht kommt auch ein bisschen drauf an, was man spielt. Bei so einem Splinter Cell bestimmt. Das ist bestimmt sehr komplex oder so. Oder so ein Thief oder sowas in der Richtung. Oder Dishonored halt, die ganzen Spiele, die wirklich darauf, ne, ausgelegt sind. Aber ich sage jetzt mal, bei so einer 0815-Serie, da ist das dann ja schon schwieriger. Zeigt nur an, dass er Minen im Raum verteilen kann. Achso, dann habe ich das vorhin falsch verstanden. Ich habe gedacht, der hat irgendwie jetzt eine Mine an sich. Warum? Liebes Virus? Liebes Uralt? Ja. War das jetzt einfach irgendwie so ein super krasses Passwort? Also, dass sich so geändert hat? Oder woran lag das jetzt? Also, eben war ja Sicherheitsstufe 4. Besonders ist richtig schwer, aber macht auch richtig Spaß. Also, den ersten Teil davon habe ich, ganz früher, als er rausgekommen ist, durchgespielt, auch auf dem quasi guten Ende, dass man gar keinen umbringt. Das ist dann so schwierig. Den zweiten Teil habe ich nicht gespielt, der soll ja aber auch richtig gut sein. Weil eigentlich mag ich so Schleichspiele. Aber ja, weiß ich nicht. Kann man ja auch mal gucken, dass man irgendwann nochmal Dishonored 2 oder sowas spielt. Aber da muss man, glaube ich, auch sehr geduldig sein teilweise. Eine Konsole der Tiger-Soldaten, die ist dann meistens recht schwer, okay. Und hallo Game Time. Und hallo, ich bin's Tim und hallo Benjamin und hallo Woscht. Bei jeder Sicherheitsstufe, je nach Sicherheitsstufe, falsche Lösung. Aha. Bei 2 ist noch schwerer, wenn man auf gut spielen möchte. Ich weiß noch, wie der mein Kumpel das auch gespielt hat und der hat es dann quasi nicht gewusst. Und dann hat er immer sich gewundert, warum dann überall so Ratten sind bei ihm. Weil der hat dann immer viele Leute umgebracht. Also beim ersten Teil. Oh oh. Sobald die Tür aufgeht, töten wir jeden im Aufzug. Das ist eine coole Szene. Nein, die Zentrale sagt, es ist Batman. Cool. Geladen und... Oh. Geil. Oh nee, ich will diese Stabmänner. Da hat einer eine Waffe. Ach, schade. Habe ich den einen Stabmann jetzt wenigstens in den Waffen? Ich glaube schon. Nein, du hebst ihn nicht auf. Nein, der Rüstungsmann, der will schon wieder die Waffe aufheben.
hat schon wieder einer einen Stab. Der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe. Ja, da unten hat die Waffe, okay. Ach. Ach, scheiße. Ich hasse es, wenn die Rüstungstypen eine Waffe aufheben. Ich sehe nicht, wer die hat. Wer hat die, wer hat die, wer hat die? Er hier? Ja. Na, der Rüstungsmann hebt die schon. Mann, das ist so nervig gerade. Warum muss denn immer der Rüstungsheini die Waffe aufheben? Kann denn da jetzt nicht mal bitte einer draufgehen von denen endlich mal? Ja, da hinten hat wieder die Waffe. Ach, Mann! Nein, nicht ihn boxen. Ja, ihn boxen. Okay, nur noch die zwei Stabmänner, das sollte man schaffen. Puh. Stabmänner und Rüstungsmänner, so heißen die ganz offiziell. Und neutralisiert. Was genau muss ich denn sonst hier? Ach da. So, ein bisschen hacken. Guck mal, das hätte jetzt auch wieder eine Vierer Sicherheitsstufe. Okay. Okay, SIM-Card. Wie sieht's aus? Stufe 1 wurde abgeschlossen, Sir. In den primären Einsatzgebieten liegt die Zahl der Toten über den Schätzungen. Gut. Die nicht hier richtig? Jetzt auf das Museum konzentrieren. Kabelputz Festung dem Erdboden gleich machen. Bestätigt, Professor Strange. Nein, nein, oh, hey. Hätte ich mich da an der einen Stelle runterfallen? Ach, Mann. Runterfallen lassen? Müssen? Hier? Okay, ich glaube, das ist... Aha, okay. Das ist eine ganz coole Kletterpassage. Ich muss nur den Weg finden, dann klappt das alles. Warum ist denn das hier grün? Die grüne Farbe hatte ich noch nicht. Was bedeutet denn das? Alle Figur. Das ist ein Teil von einem Riddler-Rätsel. Achso, okay. Ziel wurde nicht zerstört. Das ist äußerst enttäuschend. Einen weiteren Schlag vorbereiten. Ich will, dass das Museum ausradiert wird, Captain. Hier läuft die Zeit davon. Strange wird jeden töten, der dort ist. Ich versuch's, ja. Ich werde ihn aufhalten. Ich weiß. Alle Fers. Wie hat er all das schaffen können? Er hat hunderte von hier Menschen ist dann anscheinend falsch, oder? Dem Segen der Stadt. Er ist verrückt. Das ist nicht der richtige Weg, oder? Ich glaube nicht, dass das ist, finde ich. War so ein bisschen geschummelt. Ein bisschen geschummelt. Ich verdrück mich andauernd. So. Wir nehmen mal die kugelsichere Panzerung. Die können wir auch nicht, kann auch nicht schaden. Das Riddler-Rätsel fehlt mir sogar noch, okay. Viele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Nee, mal, hä? Nee. Aha! Einfach der Hacker. So, ab nach oben! Kriegt man denn den Kampf mit Hugo Strange oder ist das einfach nur so ein Schurke, der einfach da ist? Weil der kämpft doch nicht selber, oder? Es ist der Beginn einer neuen Ära. Oder ist er dann in so einem Helikopter oder sowas?
Oh, das ist ein Waffen. Ruhmreicher Tag. Protokoll 10 wurde aktiviert und Batman wird schon bald sterben. Oh, das war jetzt natürlich blöd, dass ich mich direkt enttarnt habe hier quasi. Verraten habe. Nicht gefunden. Red ich mal nicht um, bitte, danke. Ihr dürft keine Sekunde ich glaube, der eine hat's gesehen. Hat alle meine Berichte gemacht. Zu mir, Ziel gesichtet. In Deckung, Batman. Die Zielversuche. Batman darf unter keinen Umständen entkommen. Verstanden? Ja, bewegt ihr euch, ja? Nein, er geht weiter! Uhu. Coole Aussicht, oder? Ja. Hallo Magma King. Der wird gleich wahrscheinlich sich umdrehen und sagen, hier ist ja irgendwo einer. Ja. Die Zielperson ist über uns. Batman ist da drüben. Glück gehabt, ja, so ein bisschen schon. Ne? Da steht er mit der Shotgun. Ich weiß, dass sie da sind. Sie können nicht fliehen. Kann ich mich jetzt nicht zeigen vor ihm? Guten Abend. Ich bin besser als Sie, Mr. Wayne. Aber... Das geht nicht. Boah, der hat so ein super-duper-Passwort. Ist es machbar, das zu hacken, oder ist es nicht machbar? Vielleicht möchten Sie hier sterben, Mr. Wayne. Das ließe sich einrichten. Entweder habe ich jetzt gerade richtig Pech oder es ist nicht machbar so. Das versuchen wir noch. Die zerschmetterten Körper, die sie in dem Raum zurückgelassen haben, kümmern mich nicht. Gotham Retter. Sie haben nicht gewonnen. Sie können nicht gewinnen. Ich, Hugo Strange, bin Ihr Nachfolger. Ich habe Gotham gerettet. Okay. Wo ist Comedy Gold? Oracle, schalte hier alles aus. Mit Vergnügen. Du hast alles ruiniert. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Sehen Sie, was Sie getan haben! Das ist großartig, nicht wahr? Ja? Ja! Sie sind erledigt, Strange. Ich habe mächtige Freunde, Batman. Das ist erst der Anfang. Niemand wird mich aufhalten. Schon bald werde ich Armeen befehlen, naja, die ihr euch nicht mal vorstellen könnt. Ich habe erreicht, was der große Batman nie erreichen konnte. Ganz Gotham wird mir danken. Mir, Hugo Strange. Oh. Hallo, Russ. Ihr Auftritt ist jetzt beendet, Professor Strange. Wieso? Ich habe getan, was Sie wollten. In der Tat. Sie haben deutlich gezeigt, dass Sie Batman in jeder Hinsicht unterlegen sind. Lass ihn sterben, Detective. Er war deine Marionette, Ra's. Wieso? Sie sagten, ich würde Ihr Nachfolger. Das war unsere Vision. Und Sie haben es nicht zu Ende gedacht. Aber
Als sie kamen, um mir Batmans Identität zu verraten, gab ich ihnen die Chance, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Und nicht nur das, sondern auch unbegrenzte Ressourcen für ihren Plan. Sie sind dem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und dennoch haben sie mich enttäuscht. Er wird sterben, Ross. Er braucht Hilfe, und zwar sofort! Tu, was du willst, Detective. Für mich ist er längst tot. Ich bin so nah dran. Geben Sie mir etwas mehr Zeit. Hallo, Frost. Zu spät. Keiner erhält von mir eine zweite Chance. Das ist ein guter Tag, Detective. Gut? Es werden Menschen sterben. Die Welt vermisst sie nicht. Wieso solltest du es tun? Betrachte mein Werk. Du magst Strange besiegt haben. Aber das ist nur der Anfang. Komm mit mir. Gemeinsam werden wir diese Welt bereinigen. Niemals! Du irrst dich, Ross. Du bist zu dem geworden, was du bekämpft hast. Und ich werde dich aufhalten. Das bezweifle ich. Na, müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen? Aktiviere. Protokoll 11. Was tun Sie da? Zugangscode Wayne. Cool mit den Spiegelungen sogar. Nein! Oh. Jetzt der Kampf in der Luft. Nee. Oh mein Gott. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Ist denn der Ra's al Ghul Comic akkurat? Weil ich finde den von Liam Neeson jetzt aus den Christopher Nolan-Teilen, den finde ich irgendwie von der Optik her cooler, muss ich sagen. Aber ich weiß halt auch nicht, wie die Figur im Comic aussieht. Alles in Ordnung? Der Turm ist explodiert. Ich hab's gemerkt. Ein Glück, dir geht's gut. Ra's al Ghul war die geheimnisvolle Macht hinter Hugo Strange. Das alles war Teil seines Plans. Machst du Witze? Wo ist er jetzt? Scheiner Kratzer, ja. Einen Ausflug zur Lazarusgrube brauchen. Hallo? Ist da jemand? Jetzt kommt wieder der Joker. Ich melde mich später. Es passiert gerade was. Hallo, Batman. Hallo. Ich weiß, dass du mich hörst. Hoffentlich habe ich keinen schlechten Zeitpunkt erwischt. Ich hatte solche Angst davor, dass du mich vergessen könntest. Sieh dir mal deine Freundin an. Wie du sehen kannst, läuft sie Gefahr, ihr hübsches kleines Gehirn überall auf dieser Kamera zu verteilen. Ignoriere ihn, Liebster. Lass ihn sterben. Ah, wie romantisch. Das Blöde daran ist nur, dass es mir nie besser ging und du mich einfach nicht ignorieren kannst. Oder doch? Hör zu, Batman. Ich stell für dich eine kleine Show auf die Beine. Das wird der absolute Hammer. Ein echter Straßenfeger. Du solltest dich aber beeilen. Lässt du dir zu viel Zeit, liegt die Hauptdarstellerin nachher noch tot in ihrer Umkleidekabine. Sehr Comic-akkurat, okay. Ich sei dann weg, Justus, wahrscheinlich, ne? Habe ich schon ein Ziel bekommen? Oh, ein Urteilungszentrum in Talia, okay. Angriffe abbrechen und sofort zur Basis zurückkehren. Wiederhole, sofort zur Basis zurückkehren. Ist das der Ortungssender? Ich bin gerade verwirrt. Wurde das nicht immer anders angezeigt? Museum. Oder muss ich jetzt hier rein? Ich bin verwundert. Nicht vor den Springen. Oh, scheiße. Wo steckt? Wir sehen uns bald. Aha. Ja gut, das wird, glaube ich, alles nicht so funktionieren. Warte mal, können wir noch die Rauchbombe benutzen? Aber ich habe ihn weggefinisht. Jawohl. Okay. Solltest du nicht eigentlich stehen und versuchen... Hallöchen, dieser André. Was ist denn nur los mit dem Bengel?
Aber ich glaube, ich war da schon gar nicht so falsch an der Stelle. Alle Flugeinheiten sofort umkehren. Angriffe und darf ich die und sofort zur Basis zurückkehren. Scharfschützen wiederhole nicht so leicht triggern. Hallo Regenherz. Am besten mit dem anfangen, der am weitesten oben ist, ne? Ach du Scheiße. Also den aimt aber keiner ab. Das müsste eigentlich ein ganz guter Startpunkt sein. Da habe ich mich halt eben dumm verraten. Hallo Katie. Hallo Batman. Du kannst mich hören, oder? Es ist so, du scheinst nicht ins Kino zu kommen. Und es würde mir gar nicht gefallen, wenn du dir im Internet die Ende auch alle runter. Okay, das sieht richtig aus. Jetzt sollten wir erst den ja ganz hinten nehmen. Ihn hier auf dem Dach. Scheiße. Warum sieht der nicht denn auf? Bis dann! So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo suchen die denn jetzt? Suchen die jetzt wieder auf ihren Standardpositionen oder suchen die mich jetzt ab? Den hier oben aimt gar keiner ab, ne? Das wollte ich nicht mal. Na gut. Ich wollte eigentlich einfach nur zu dem auf dem gleichen Dach gehen. Also geht's auch. Es gibt hier auch ein Star Wars Easter Egg in Gestalt eines Lichtschwertgriffes, okay. Batman dürfte das Theater kennen, wo du bist. Sind da die Eltern gestorben? Mal wie die Musik hier gerade richtig abgeht, ey. Wieso lässt du dir so lange Zeit, Batman? Oh, Sekunde. Ich verstehe. André wäre auch einer, der bei Tomb Raider startet und drei Stunden lang nur im Kreis steht. Ja, ja. So einer ist der André also. Ich bin die große Blablabla-Hokus-Pokus. Also schön. Oh. Ich tue's. Der zieht nicht aber auf mich. Du schuldest mir was, okay? Hat er das kurz gehört? Was? Ich wollte gerade sagen, als ob ich die nicht getroffen hätte. Rechts neben dem Kinoeingang befindet sich die Crime Alley. Ja. Crime Alley. Jetzt habt ihr aber auch. Also hieß die vorher schon so oder wurde die danach umbenannt? War cool. Aber das manchmal haben die doch sehr offensichtliche Namen in dem Universum hier ich in die Sachen. Ist ein Easter Egg daneben, cool. Und du kommst nicht einmal! Die ist so, okay. Ein bisschen Foreshadowing, ne? Hey Martha, lass mal durch die Crime Alley, da kann uns schon nichts passieren. Beeil dich und setz dich, Batman. Die Show wird in Kürze beginnen. Lass uns darüber reden. Jetzt willst du plötzlich. Geh noch weiter rein, wäre da was gekommen? Zu spät, Batman. Her mit dem Heilmittel! Du hast das Heilmittel längst. Aria, nein! Oh. Hallo Jonas. Problem gelöst. Das war nicht nötig. Wieso? Du hättest es nie getan. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich musste dich retten. Harley Quinn hat es für ihn gestohlen. Ich hab's zurückgeholt. Es ist vorbei. Hallo Finn. Hallo Leon.
Überraschung! Oh, Mr. J, du siehst toll aus! Klingeling! Hier hält man etwas von dem größten Detektiv der ganzen Welt geheim. Weißt du es? Man platziert das Geheimnis direkt vor seiner langen spitzen Nase und wartet. Ja, Joker will, dass man ihn für krank hält. Bums, erwischt. Bist auf den alten, falscher Joker-Witz reingefallen. Also? Talia! Verzeih, Geliebter. Ich wusste es nicht. Da Capo, weiter! Bravo! Das warst gar nicht du. Nicht immer, naja, manchmal. Verwirrend, nicht wahr? An deiner Stelle würde ich bestimmt gerne wissen, was zum Teufel hier los ist. Sagen wir so, in Augenblicken wie diesen ist es wichtig, den Anschein zu wahren. Aber vorher sei doch so nett und gib mir mein Heil. Hallo Clown. Clayface. Man hat einen verdammt guten Job gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Clayface. Alter. Du warst doch hier gar nicht eingesperrt, Carlo. Warum hilfst du dem Joker? Carlo heißt der. Ganz einfach. So eine Rolle kriegt man nur einmal. Letzte Chance. Oh, Kopf hoch, Bats! Der letzte Akt beginnt! Und er wird echt irre. Na komm schon! Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich den richtigen? Achso, ich muss ihn einfrieren, okay. Wow. Oh, ich hab noch nicht das richtige Zeitfenster raus. Ah. Wir müssen ihn auf jeden Fall häufiger ein. Ja, ich darf nicht mit. Ich muss hier mit Dreieck ausweichen oder mit Y halt. Fuck, Alter. Okay, das macht er mal dreimal. Macht er jetzt wieder diese Handkettensägen-Dings? Das wird auch erst die erste Phase sein. Ich habe mich nicht gut angestellt bisher. Okay. Das geht relativ einfach, würde ich sagen. Oh, was passiert denn jetzt schon? Ach, wieder ein Fehler. Fehler. Aber hat alles nochmal gut geklappt. So, einmal in die Richtung und wieder in die Richtung. Na? Was machst du da? Kann ich ihn boxen? Ja. Darfst du denn überhaupt mit Messern spielen, Bats? Als ob. Was zum Teufel treibst du da, Bats? Cool. Oh, die Fähigkeit kenne ich nicht. Steh nicht einfach so rum. Na, die ist einfach. Da kriegt er besonders Schaden irgendwie, wenn er gegen die Wand rollt. Ja, scheiße, das war super dumm. Das ist nicht so schwierig. Eigentlich geht der bis jetzt relativ. Boah, was mache ich? Wie weiche ich in dem aus? Okay, irgendwie in die Ecken. Ach, das sind auch Explosivfässer.
So, reicht das schon? Du sollst Batman umlegen! Hast du das schon vergessen? So, zweite Mal. Das reicht bestimmt noch nicht, bin ich mir sicher. Wenn das TNT rollt, macht das richtig viel Schaden. Ja, ich hab's gemerkt. Das ist richtig gut. Deinetwegen komme ich noch zu spät zur Massage. Ist ja nicht so, dass es noch eine Dame gäbe, die du retten müsstest, oder? Oh, tut mir leid. Unpassend? Würde ein Tapetenwechsel deinen Schmerz etwas lindern? Oh, jetzt ein anderes Setting oder was, wo man gegen ihn kämpft? Okay, da sind wieder irgendwelche Elektrodinger, da kann man ihn vielleicht reinlocken oder so. Na, da ist er wieder. Jetzt habe ich aber dauerhaft das Schwert oder was? Komm hier, Clay-Männer. Tonmänner. Irgendwie ungewohnt, Batman mit dem Schwert kämpfen zu sehen, oder? Bringt mir das gerade was, die zu töten, oder muss ich irgendwie auf ihn? Sein Lebensbalken wird mir angezeigt. Mach ich ihm so Schaden? Scheiße. Ich glaube, ich mache ihm so keinen Schaden. Aber vielleicht muss ich auch abwarten. Ja doch, ich mache ihm Schaden, aber ganz wenig nur, oder? Ich bin mir jetzt ganz unsicher. Ja, vielleicht muss ich die auch vorher einfrieren, damit die dann nicht zu ihm zurückkommen. Ne, das hat jetzt Schaden. Aua, wenn er den Schuss schießt, kann ich den irgendwie einfrieren. Jetzt. Ah, das war zu spät. Ach nee, er muss sie nur im Mund kriegen. Ah! Oh, scheiße, das wird jetzt echt unübersichtlich hier. Er kommt wieder. Ja, einmal haben wir getroffen. Nein, wirf doch nicht auf die Männchen, wirf auf ihn. Okay. Ja, die Phase kriege ich nicht so gut gebacken, leider. Da werden auch immer, kommen auch immer mehr von denen. Das macht es echt nicht einfach. Ich glaube, ich sollte jetzt erstmal versuchen auszuweichen, wo er schießt. Er schießt, glaube ich, immer dreimal, oder? Jetzt werfen. Ja, okay. So wäre es besser gewesen. What? Okay. Hätte ich jetzt nicht gemacht an Batmans Stelle. Ja, irgendwie komisch, den mit dem Schwert zu sehen, ey. Geh mir aus dem Weg, Bats! Ich hab eine Verabredung mit der Unsterblichkeit. Was war's mit Kletis? Okay. Das war's mit allen. Schnell! Das Heilmittel! Worauf wartest du noch? Komm schon! Ich hab deine Freundin umgelegt, Gotham vergiftet. Und verdammt, es ist noch nicht mal Frühstückszeit. Aber wir alle wissen, dass du mich retten wirst. Alle Entscheidungen, die du je gefällt hast, zogen Elend und Tod nach sich. Menschen sterben. Ich halte dich auf. Du brichst aus und tust es wieder. Sieh es als eine Art Running Game. Ja, aber dafür kann jetzt Batman ja nichts. Warum machst du es auch? Schlägt er das vom Boden, ja.
Bist du jetzt zufrieden? Willst du mal was echt Komisches hören? Selbst nach allem, was du getan hast, hätte ich dich gerettet. Alombi. Das ist allerdings ziemlich komisch. Stirbt der jetzt echt? Na gut, aber Batman hat ihn jetzt nicht direkt getötet. Er hat das Ding aus Versehen fallen lassen, weil er abgestochen wurde. Hallo, Herr Fisch! Da sind die Handlanger. Passiert. Batman! Was ist passiert? Doch er verweigerte die Aussage. Beim Boden abschlecken waren so viele Bakterien, dass der Joker leider gestorben ist. Hätte er mal nicht den Boden abgeschleckt. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass sie den sterben lassen. Ist ja immer so ein Ding bei Batman, dass der allgemein ja nicht tötet und dann auch noch quasi so der Hauptschurke. Joker ist immortal. Also hieß das hier Theaterstück, aber... So immortal scheint er ja dann gar nicht. Außer er kehrt nochmal zurück, aber er sah ja ziemlich tot aus. Hallo Nils. Ja, beim nächsten Mal dann, El Jordan. Also ich fange es jetzt nicht noch heute an. Aber ein cooles Spiel. Na, ich weiß gar nicht, also ich bin mir echt unsicher, was ich jetzt besser fand. Ob diesen Teil hier oder den Arkham Asylum. Ich fand, beide hatten was. Und bei beiden auf jeden Fall die Highlights sind die Bossfights. Die Bossfights, die sind super. Hallo, Stiff! Kann ich das skippen? Ja. Ah, ich bin plus freigeschaltet, okay. Joker the Immortal. Zeit, meine Sachen einzusammeln und aus dieser verdammten Stadt zu verschwinden. Jetzt kommt noch so eine Art Epilog oder was? Clayface-Belohnung? Warte mal, jetzt kann ich ja mit ihr auch bestimmt das Easter Egg mir angucken, wo ihr gesagt habt, da wäre noch was gekommen. Was macht ihr hier? Ach hier, das meint ihr, oder was? Mit der Rose und allem. Und dem Blumenstrauß. Ganz schön breit, die Silhouette, ne? War voll der stämmige. Catwoman, ach, André. So, wo muss ich denn jetzt hin? Dahin. Zack, zack. Na, der Schakal. Joker ist also tot. Bei Batman wäre da sogar noch ein Tonband gewesen. Ah, okay.
So, wie bin ich da nochmal reingekommen damals? Einfach so über das Dach? Home sweet home. Home sweet home. Oh. Ist sie tot? Sekunde, sie wacht auf. Verdammt, was machen wir jetzt? Leg sie noch mal um. Er will den Schläger aufheben. Schade. Das wird wehtun. Ah, den haben wir sogar gefinisht. Nice. Hat sich ja so halbwegs gelohnt. Alter. Den hat's ja ganz zerfetzt. Wo sind meine Sachen? Sag es mir, oder ich nehme dich Stück für Stück auseinander. Two-Face hat sie. Er ist im Museum, okay? Danke. Okay. Du hast dich also entschlossen, zurückgekrochen zu kommen, Harf. Schade. Wer ist denn, Herr John? Dann musst dir dieses Kätzchen wohl ein für alle Mal. So, wo war denn das Museum? Hier unten, oder? Ja. Manieren beibringen. In die Richtung? In die Richtung. Spider-Man-Spiel aus 2014 ist das Beste. Aus 2004. Okay, den habe ich nie gespielt. Keine Ahnung, kann ich nicht so sagen. Das wäre jetzt eigentlich das... Mein Gott, das wäre jetzt eigentlich wieder ein DLC, habt ihr gesagt, ne? Oder was wäre das jetzt? Also im Normalfall. Jetzt bist du Hallo Michelle. Sie ist hier. Sie ist hier. Kleine wird mir immer sympathischer. Hat André, ey. Wo guckst du eigentlich gerade die ganze Zeit hin, André, wenn ich fragen darf? Ich frage für ein Schulprojekt. Hallo Michelle. Sie ist hier. Die Catwoman-Inhalte waren alle so Vorbesteller-Boni. Ah, okay. Ich dachte, ich kann da so hochklettern. Jetzt bist du Luder tot. Sie ist hier. Sie ist hoch aufs Dach. So. Da ist eine Knarre, ne? Ja. Ach komm, jetzt bitte kletter doch. Danke sehr. Ist es so, Johannes? Du hast Angst vor uns? Kein Wunder! Ich wollte eigentlich aufs Dach landen. Na, komm gut. Her, Kätzchen! Hast du etwa Angst? Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen! Einfach mal hin da! Hey. Na. Gib dir jetzt auch mal hier den Geist auf, bitte. So, André. Na gut. Kommt heute Abend noch was. Ja, ab 20 Uhr spielen wir Fortnite und danach, ja, werde ich mal gucken wegen der Direct, ne? Le Direct. Hole im Museum Catwoman's Beutel. Ich bin noch im Museum oder bin ich gerade ein bisschen lost? Wird mir das hier nichts angezeigt? Na gut, vielleicht laufen wir einfach mal nach vorne. Schön, dass der Boss wieder da ist, oder?
Ja, hast du die Ausrüstung gesehen, die er dabei hatte? Hatte er sicher von Catwoman. Er hat Pauly B. rübergeschickt, damit er das Geheimversteck der Schlampe sprengt. Hoffentlich regnet es mittlerweile über ganz Arkham City kleine, verbrannte Katzenklumpen. Es ist Catwoman! Na gut, einen konnten wir ausschalten, Mann. In Arkham City! Ah, so geht das viel schneller. I see. Ey, da Bock auf Fortnite. Ja, mal gucken, wie es läuft, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. New Recruits this way. Er sah ziemlich zufrieden aus, findest du nicht? Ja, ich hab den Boss noch nie so fröhlich erlebt. Was macht ihr hier? Das sind ein paar sehr viele, finde ich. Irgendwie könnte man das doch schnell abwerfen. Wie geht das jetzt schon wieder? So nicht. So nicht. Ach, keine Ahnung. Schick es aus. Alter, das sind viel zu viele Feinde. Und jetzt steht schon wieder dieser Infotext die ganze Zeit dort, ey. Das letzte verkackt, schade. War ich bei ihr eigentlich die gleichen Upgrades dann wie bei Batman? Ist auch so eine Frage. Kann ich hier irgendeinen Finisher machen? Nee, ne? Sind ein paar sehr viele, finde ich. Wie soll man das denn hinkriegen? Du gehörst uns, Schlappe. Wir werden uns jetzt mit dir amüsieren. Das werde ich nicht hinkriegen, so. Pro nicht. Doch, das kann man machen, okay. Finde ich dann auch direkt. Ach mein Gott, Alter. Ja, schade. Schade, schade, schade. Jetzt holen wir da einen eigenen Baum mit eigenen Fähigkeiten. Ach ja. Den habe ich nie geskillt. Ja, gut, ne? Arkham Knight, Arkham Origins habe ich nicht, Darth Vader. Ja, ich habe den Boss noch nie so früh. Wer hat Catwoman reingelassen? Muss man doch auch irgendwie mit so einer Schnelltasten-Kombo legen können. Ach, dass dieser Infotext da dauerhaft steht. Ey, wer hat denn das gemacht bei dem Game? Das nervt so hart. Das ist auch komplett über den ganzen Bildschirm zieht sich das. Schade. Ah, eine lange Kombo. Diese scheiß Schildmänner. Schickes Outfit, Kätzchen. Okay, das haben wir. So, das sind nicht mehr so viele. Die scheiß Schildmänner muss ich... Nein, ich will nicht auf den. Ich lenke da extra nach rechts. So, jetzt können wir uns um euch kümmern. Miaust du gleich für mich? Um.
Okay, das steht unter Strom. Da kann ich noch lang. Naja. Können wir hier lang? Aber den Fahrstuhl können wir nicht bedienen, oder? Ah, das geht auch so. Fabian! Alles klar, Simcard. Wo ist denn hier der gute Harvey denn? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe irgendwie den Eindruck, ich laufe so falsch. Hier komme ich doch nicht weiter, oder? Hm. Cool. Ah, okay. Ja, Starkiller. Ha. Museum. Hole im Museum Catwomans Beute von Two-Face zurück. Wo soll denn der sein hier? Komme ich hier an der Stelle wirklich noch weiter? Kann ich über die Säulen springen? Nee. Da geht's nicht hoch. Hm. Nicht hier schon falsch? Bin ich hier von der Kampfarena irgendwie wieder zurück? Muss in den Raum, der in der Karte oben ist. Also hier hin. Ja, aber da muss ich ja über die Iceberg Lounge, oder nicht? Jetzt hier irgendwo lang? Nee. Warum wird mir das angezeigt mit dem Runterklettern? Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Das hier bringt mir auch nichts, oder habe ich hier was übersehen? Ah, okay. Aber jetzt liegen hier die Riddler-Trophäen einfach so auf dem Weg. Und das finde ich auch ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Ach, da hätte ich auch mal festhalten können. Da finde ich auch ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil... Was glaubst du, wie tief das ist? Tief. Bin ich schon wieder ganz woanders, als ich eben war. Okay, ich bin hier oben. Weil ich eigentlich irgendwie mal denke, das wären optionale Sachen und dann liegen die einfach auf dem Main-Weg. Das finde ich irgendwie ein bisschen weird dann, wenn das so ist. Hier kommt die Folgenbesprechung immer Donnerstagabend. Da verspielst du auf der Xbox. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist ange... Was war das? Fuck, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Da lang! Sie ist da lang! Das ist nicht so geil. Ich einfach runterdroppen, danke. Ich sehe, was du machst. Jetzt auf Two-Face konzentrieren, aber woher sehe ich denn, welcher von denen der ist? Und der eine dreht sich halt. Ich lade nach, gebt mir Deckung! Das schaffe ich so nicht. Ich habe sie verloren! Da ist Two-Face, oder? Sucht weiter!
Ach, den konnte ich jetzt nicht finishen, okay. Muss ich den jetzt häufiger treffen, oder was ist hier das Ziel dann? Was? Verdammt, ich hab sie verloren, sie ist weg! Tja, wenn man direkt so gedroppt, dann hätte man das ja überlebt, ne? Na, Anfang war schon nicht gut. Freust du dich schon auf Obi-Wan, auf die Serie? Ja. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Oh, die traut sich. Sie wird zurückkommen, um ihre hübschen, glitzernden Sachen abzuholen. Und wenn es soweit ist, will ich, dass ihr die Schlampe in Fetzen sprengt. Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Und wir alle haben gesehen, was mit dem Zwerg passiert ist, dem dieser Laden mal gehörte. Wir sind die Zukunft Arkhams. Wir sind die Zukunft Gothams. Niemand wird sich uns in den Weg stellen. Denn jeder, der es tut, ah, der geht so blöd. Sieht der mich hier? Nee. Sucht weiter. Sie könnte bereits hier sein. Der kommt auch auf mich zu, oder? Ich sehe es gerade schlecht. Ja, kommt da. Hä? Alles klar. Ich habe hier jemanden! Dafür töten wir dich. Neuer Plan. Hier ist hier einer. Über mir ist einer. Links von mir sind, glaube ich, zwei, ne? Ja. Hier drüben liegt noch einer. Warum sollte man dann so runterspringen? Also dafür kann ich nichts für solche Tode. Da lang, schieß da lang! Ich würde ja gerne einen Meter nach vorne droppen, aber dann macht sie einfach den Sprung des Jahrtausends und springt direkt vor den Gegner. Das ist halt einfach nicht meine Schuld. Sie wird sich nicht trauen, zurückzukommen. Sie traut sich. Da kann ich leider nichts für. Ich würde ja gerne schlau spielen, aber das Spiel macht es einem von der Steuerung halt echt manchmal nicht möglich, ne? Ich freue mich schon drauf, Sir. Gut, das ist eure Chance, zu Ruhm zu kommen. Joker ist angeblich tot. Warum auch immer man nur an irgendwelchen Kanten hängen kann oder dann halt irgendwie so einen 1-Million-Meter-Sprung machen kann. Wir sind die Zukunft Arkhams! Wir sind die Zukunft Gothams! Ja, mal hier lang diesmal. Niemand wird sich uns in den Sind das was hier? Nee, ne, nee. Denn jeder, der es tut, wird von uns entzwei geschnitten. Sie kommt. Ich kenne sie nur zu gut. Guck mal, wie. Also, dass das die kürzeste Distanz ist, wie man von da runterspringen kann, ne? Aber Two-Face kann ich ja nicht erdrosseln. Das ging ja nicht, Simka. Das habe ich ja einmal gemacht. Der hält ja mehrfach aus. Deswegen mache ich das nicht so. Hier sein. Jetzt. Was haben die mitbekommen? Okay. So nicht. Wie oft muss ich den denn ausschalten? Hier drüben, da ist Catwoman! Sie flieht! Ach mein Gott. Wer hätte gedacht, wo ich hin will, ne? Bitte.
So finden wir sie nie. Eine Sekunde. Kurz durchatmen und dann suchen wir nach ihr. Wer hat das gerufen? Ach, da unten ist noch einer. Das ist sogar er, ne? Tötet sie! Sofort! Ah, jetzt hat's gereicht. Nein! Sorry, Harf. Das ist echt nicht deine Nacht, was? Du sagst mir jetzt, wo mein restliches Zeug ist, sonst kümmere ich mich um die gesunde Seite deines Gesichts. Hab nur die Hälfte genommen. Den Rest habe ich weggegeben. Gewonnen, Schlampe! Das mit den Hälften reicht langsam. Es bringt dich immer nur in Schwierigkeiten. Tag. Hast es nicht ohne mich ausgehalten, Kann ich verstehen. Es gibt in Arkham City noch einiges zu tun. Viel Erfolg dabei. Ein paar Herrschaften haben beschlossen, sich an meinen Sachen zu bedienen. Ich hol mir alles zurück. Ah, da spielt man nicht, oder was? Klingelndes Telefon geortet. Charakterwechselpunkt, dann kann man als Catwoman spielen, okay. Okay. Aber damit habe ich es jetzt ja eigentlich, oder? Ach ja, jetzt muss ich ja den Stufenaufstieg noch nutzen. Der André. Immer dieser André. Das kotzt mich an, hier rumzustehen. Ich breche jetzt die Kiste auf und sauf das Titan. Echt? Tiger Zentrale, hier Tiger 7. Die ist hier, ne? Ja, was wird denn schon Großartiges passieren? Werd mal nicht übermütig. Nee, wo waren das jetzt? Wo waren das Theater? Das ist nicht hier. Das ist hier drüben irgendwo, oder? Ne, das war das Stahlwerk. Kirche. Wird das Theater einem nicht so angezeigt? Oder war das hier? Passt dir ein Tritt und du verrottest in einer Gefangenenstadt. Du bist ja ein Scherzkeks. Und du wirst draufgehen, wenn du das Titan trinkst. Wir kriegen Geld fürs Bewachen und tun das auch, okay? Bei der Park Row. Da. Das doch gehen. Da ist das Theater. Okay. Zack. Er ist es. Er ist es. Hugo Strange wieder. Schön, dass es super leise ist. Fühlen Sie Wut? Oder hilft Ihnen die Verkleidung, Ihre Gefühle zu verstecken? Wie Ihr wahres Ich. Oh, Sie sind ein besonderes Studienobjekt. Ich freue mich darauf, Ihren Willen zu brechen. Kann jemand sagen dem Hugo, dass er bitte ins Mikrofon reden soll, nicht 20 Meter daneben? Aber cool gemacht.
Nö, ein Batman. Hallo, Basti. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ist die Kirche, ja, stimmt, okay. Hallo Basti, schönen guten Tag. Dann würde ich sagen, wir hören jetzt hier an der Stelle auf. Das war es erstmal soweit mit dem guten alten Arkham City. Und dann werden wir ja beim nächsten Mal dann mit Arkham Knight anfangen, denke ich mal, ne? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Hallo Stiff. Hallo Strohkatze. Also, dann hören wir jetzt hier auf. Das war's mit dem Game. Und beim, wahrscheinlich am Freitag, die gehe ich mal davon aus, werden wir dann das nächste Game anfangen. Und da dann mal schauen, ne? Also, um 20 Uhr gibt's nochmal Fortnite. Wer da Bock drauf hat, kann gerne reinschauen. Ansonsten, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend noch. Und ja, danke fürs dabei sein, ne? Also, bis denn. Ciao, ciao.